Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in Stralsund in der Orangerie und herzlich willkommen auch an den Bildschirm zu Hause auf unserem YouTube-Channel der FDP-Bundestagsfraktion. Wir sind heute hier als Landesgruppe Ost der Bundestagsfraktion und wollen uns heute mit dem Thema Tourismus in Corona-Zeiten beschäftigen. Und ich glaube, als wir diese Veranstaltung geplant haben, wussten wir noch gar nicht, dass wir heute so brandaktuell sind, wie wir es uns eigentlich für eine politische Diskussion nur wünschen können. Er hört uns natürlich, warum ich mache uns lautlos. Haben ein kleines technisches Problem, nein, aber wir haben einen kleinen Widerhall. Funktioniert alles. So. So, jetzt aber. Genau, ich stelle Ihnen zunächst erstmal unsere Gäste vor, mit denen wir heute hier diskutieren wollen. Da begrüße ich zum einen den Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, Hagen Reinhold. Er hatte die kürzeste Anreise heute. Schön, dass Sie da sind, Herr Reinhold. Dann ist uns live zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen der Bundestagsabgeordnete Roman Müller-Böhm. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Tourismus in der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Böhm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie es einrichten konnten und dass die Technik funktioniert. Und wir freuen uns gleich auf Ihren Input. Dann begrüße ich den Präsidenten der DEHOGA hier in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz. Und entschuldigen muss ich Jens Ulweiger, den Tourismuschef des Verbandes Fischland Das Things. Er ist leider erkrankt und kann uns leider heute nicht zur Verfügung stehen. Und bevor wir jetzt in die Diskussion gehen, würde ich unseren Gastgeber des heutigen Abends, Dominik Grön, einmal bitten, ein paar einleitende Worte zu sagen. Schön, dass wir auf jeden Fall bei dir zu Gast sein dürfen. Dominik, bitteschön. Super. Ja, ich freue mich, dass heute auf der einen Seite wir halt eine coole Diskussion online haben, auf der anderen Seite eben auch einige Gäste hier sind. Wir kennen uns ja schon, Oliver, weil wir auch schon in Hildesheim, da wo wir eigentlich so unsere erste Location haben mit der Orangerie, da hatten wir schon mal ganz zu Anfang auch ein Event mit der FDP. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir das hier auch fortsetzen können und wir letzten Endes so dem einen oder anderen auch noch mal ein bisschen das Konzept erklären können. Ich denke eben auch ganz spannend für die Region, für Mecklenburg-Vorpommern, für uns eben auch ganz spannend, weil wir halt probieren, die ganzen Themen Start-up und vor allen Dingen auch das Thema Coworking, flexibles Arbeiten, was ja vielleicht auch gerade im Rahmen von Corona, können wir ja später vielleicht nochmal drüber sprechen, auch einen Hype erlebt. Und von daher freue ich mich, dass wir heute in eine spannende Diskussion einsteigen. Ja, vielen Dank, Dominik. Es ist wirklich sehr schön geworden hier. Eine Mega-Location und es ist sehr imposant hier zu sein und dass wir ja die Ersten sind, die hier diese Veranstaltung bei euch im Haus machen dürfen. Vielen Dank dafür. Dann würde ich jetzt übergeben an Lars Schwarz von der DEHOGA hier aus Mecklenburg-Vorpommern. Und Sie haben das Wort, bitteschön. Vielen Dank. Ein kleiner Input steht auf der Tagesordnung und das werde ich auch machen. Erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch auf der Einladung, dass der Gründer dieser Räumlichkeiten auch schon nicht mehr so aussieht, wie er hier auf dem Bild aussieht. Bei mir ist das auch aus dem Bürgermeisterwahlkampf von 2014 ein Bild. Auch ich sehe nicht mehr so aus. Also von der Sache her, einen schönen guten Abend in die Runde. Und ich glaube, das wurde schon gesagt, viel aktueller und viel brennender kann ein Thema auch nicht, touristisches Thema in Mecklenburg-Vorpommern, in Tourismusland Nummer 1, auch nicht unter den Nägeln brennen, so wie es heute ist. Deswegen haben wir alle ganz gespannt geguckt, seit ein paar Minuten oder seit einer Viertelstunde ungefähr sind ein paar die ersten Ergebnisse aus der Runde mit der Bundeskanzlerin bekannt geworden. Jetzt noch nichts Spektakuläres für uns, aber gut. Meine Aufgabe, ich weiß gar nicht, auf wie viele Seiten niedergeschrieben, aber ich glaube, bei der Runde, die wir haben und auch bei der lockeren Location, werde ich mal versuchen, das möglichst frei hinzukriegen und auch so ein bisschen, bei mir wird es eher ein Rückblick werden, ein Rückblick auf die Herausforderungen, die speziell der Tourismus und das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern in quasi Corona-Zeiten vollzogen hat. Und dementsprechend einmal
ganz kurz einleitend. Corona beschäftigt uns nicht nur und Corona ist nicht nur das, was seit Monaten unser Leben, unser privates Leben, unser geschäftliches Leben, natürlich auch unser gesellschaftliches Leben beeinflusst oder bestimmt, sondern ich würde sogar sagen, dass das uns seit vielen Monaten regelrecht beherrscht. Und von der Sache her vielleicht noch drei Worte zu mir, Lars Schwarz, Unternehmer, Gastronom. Ich betreibe im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern zwei Häuser, also bin Gastronom und Hotelier, mittlerweile im 24. Jahr auch schon, und das Ganze in einem kleinen Ort, 5000 Einwohner im Binnenland, im Landkreis Rostock, Neuen heißt der Ort, und bin im Ehrenamt Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands und verantwortlich und somit natürlich auch einer der Lobbyisten für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Und als uns Mitte März der Lockdown erreichte, wie wir immer sagen, die schwärzesten Stunden der Branche, machte sich in der gesamten Branche Schockstarre breit. Und wir waren natürlich alle fassungslos, dass das, was vorher teilweise nur in weiter Ferne ist, auch dann in Mecklenburg-Vorpommern gelandet ist und vor allem auch mit den Auswirkungen. Das heißt, Mitte März sind unsere Betriebe unverschuldet über Nacht de facto geschlossen worden. Und die Aufgaben waren dann natürlich tatsächlich zu gucken, das kurzfristige Überleben der Branche und auch den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Branche zu sichern. Soforthilfen wurden versprochen, Regelungen zu Kurzarbeitergeld und so weiter wurden auf den Weg gebracht. Unsere Aufgabe als Branchenvertreter und auch als Arbeitgeberverband war es natürlich, auf höchster Ebene auch mit der Landesregierung und über den Bundesverband auch mit der Bundesregierung da im Gespräch zu bleiben und uns im Prinzip dann einzubringen. Und das haben wir, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern auch sehr gut getan. Auf die Branche kam natürlich mit dem Lockdown ein großes Informationsbedürfnis zu. Das heißt, alle waren irgendwie überfahren und wussten nicht, wie geht es weiter, wie machen wir jetzt weiter. Und wir haben dann natürlich als Branchenverband auch die Branchenanliegen möglichst punktgenau und möglichst klar gegenüber der Politik kommuniziert. Und ich glaube, auch das hat ganz gut funktioniert. Was haben wir in Mecklenburg-Vorpommern anders gemacht oder was haben wir zumindest erstmals neu gemacht? Wir haben relativ am Anfang gleich uns verständigt und haben gesagt, wenn wir was erreichen wollen als Branche, also als Gastgewerbe, als Tourismus, dann müssen wir möglichst mit einer Stimme sprechen, weil das ist das, was im Land zumindest so ist. Wir haben das gesehen, der Tourismusverband hat Unterorganisationen, also da kriegt man wirklich Räume und Seele mit gefüllt mit den Repräsentanten dann der einzelnen Regionen, die, Klammer auf, auch nicht unbedingt immer die gleichen Interessen haben. Wenn ich an die Küste gucke, wenn ich ins Binnenland gucke, wenn ich große Städte und mir kleine Orte eben halt vielleicht auch an der Küste oder im Binnenland angucke, dann sind das durchaus unterschiedliche Schwerpunkte, die gesetzt werden. Und wir haben im Prinzip mit dem Tourismusverband, also mit der Landesorganisation, dem Landestourismusverband, da in der Krise sehr schnell uns abgestimmt, stehen und standen Seite an Seite, stimmten Positionen, stimmten Forderungen ab und agierten fast immer zusammen und geschlossen, muss man das wissen. Tourismusverband ist im Prinzip auch eine Organisation, die mit ihren Unterverbänden eben halt auch Ferienwohnungen etc., also auch kommunale Strukturen teilweise repräsentiert. Und wir als Arbeitgeberverband dürfen dann durchaus nicht nur fordernder, sondern auch klarer und durchaus an der einen Stelle auch mal zugespitzter agieren, weil wir tatsächlich dann als Oberstes die Interessen vertreten der Unternehmerinnen und Unternehmer und dann natürlich auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und neben der Ausgestaltung der Soforthilfeprogramme, ich glaube, da brauche ich nicht drauf eingehen, war das Land zumindestens relativ schnell dabei, die Soforthilfe war ja bis zu, ich glaube, was war 15.000 Euro, 9.000 Euro, 15.000 Euro, also eher für diesen kleineren Bereich gestrickt. Und wir haben es relativ schnell auch hinbekommen mit der Landesregierung, dass wir eben halt auch für größere Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, das ging dann nachher bis 60, bis 100 und so weiter, eben halt auch Soforthilfe, so Instrumente aus Landesmitteln dann zur Verfügung stellen konnten. Und das, glaube ich, waren so die ersten Schritte, die wir da gemacht haben. Und das war anders als vom Bund ursprünglich vorgesehen, auch zielgerichtet und auch gut fürs Land.
relativ früh haben wir uns, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen, für den Arbeitgeberverband nicht ganz so gewöhnlich. Normalerweise arbeiten wir mit unserem Sozialpartner, sprich mit den Gewerkschaften, mit der Arbeitnehmervertretung, in Tarifverhandlungen immer eher ein bisschen konfrontativer zusammen, aber wir haben von vornherein in dieser Krise mit dem Sozialpartner zusammengearbeitet, eng uns abgestimmt auch und viele Positionen auch gegenüber dem politischen Raum vertreten und haben es da beispielsweise auch, wir haben relativ früh gesagt, wir brauchen eine Aufstockung für gerade für die gastgewerblichen Berufe, aber für alle besonders von der Pandemie betroffenen Branchen, da war ja auch der Einzelhandel mit dabei und so weiter, aber eben halt gerade fürs Gastgewerbe, weil eben halt ein einmal die Bezahlungsstruktur das eine ist, aber der Wegfall von Trinkgeldern, von Zulagen, von Aufschlägen und so weiter eben halt die Mitarbeiter besonders hart getroffen hat. Und dementsprechend haben wir uns bemüht, eine Aufstockung hinzukriegen, also eine Erhöhung des klassischen Kurzarbeitergeldes. Und als wir mitgekriegt haben, da führt auf Bundesebene überhaupt keinen Weg drauf, haben wir nach einer Lösung für Mecklenburg-Vorpommern gesucht und haben es im Prinzip dann auch geschafft, mit der Neustartprämie, wie gesagt, im engen Schulterschluss mit dem Sozialpartner zusammen, dieses Instrument im Prinzip dann als einziges Bundesland so auf den Weg zu bringen und den Mitarbeitern, die dann doch deutliche Abstriche machen mussten, auch dann wieder was zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, zu den Hilfsmaßnahmen und zu den Rettungsprogrammen, da sind relativ viele Sachen sind bekannt. Da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen überspringen. Wir haben das zweite, also nach dem Rettungsprogramm ja nachher die Übergangshilfe gehabt, die der Bund beschlossen hat. Nun muss man dazu sagen, dass die Übergangshilfe unsere Branche, also das Gastgewerbe, fast nicht, also dieses Programm für uns fast nicht nutzbar war. Das hat einen positiven Hintergrund und das hat den Hintergrund, dass eben halt gerade in Mecklenburg-Vorpommern das Gastgewerbe sehr saisongeprägt ist und wir natürlich dann wirklich geschaut haben, dass wir natürlich die Betriebe wieder hochgefahren kriegen. Wir konnten wieder starten und das hat natürlich dazu geführt, dass uns keine so hohen Umsatzverluste im Vergleich zum Vorjahr in den Büchern standen, sodass wir im Prinzip in dieses Rettungspaket kommen konnten. Neben den alltäglichen Sachen, die wir hatten, und das war ja tatsächlich interne Kommunikation, Pressearbeit nach außen, die Vertretung der Branche gegenüber der Politik, haben wir relativ viele Sachen trotzdem noch hingekriegt, weil relativ früh haben wir uns mit einer Öffnungsperspektive auseinandergesetzt. Das heißt, wir sind im Lockdown und keiner wusste, was erwartet uns, wie lange wird das gehen. Wir haben sehr viel Unsicherheit, wir haben keine Planbarkeit gehabt. Und dementsprechend haben wir gesagt, so jetzt können wir im Prinzip sitzen und können sagen, warten wir mal, was passiert oder wir können konkrete Vorschläge machen. Und das haben wir auch gemacht, in diesem Fall auch wieder relativ schnell und zügig haben wir gesagt, wir brauchen eine Perspektive und am besten machen wir den Vorschlag aus der Branche heraus, haben das gemacht, auch in diesem Fall mit dem Landestourismusverband zusammen, mit weiteren Mitstreitern und haben, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, haben den Entwurf eines stufenweisen Wiedereröffnens des Tourismus am Montag, am Ostermontag war es im Prinzip einer Handvoll Vertreter, unter anderem der Ministerpräsidentin, Wirtschaftsminister und so weiter, Staatskanzlei geschickt, um im Prinzip unseren Vorschlag zu machen, wie man wirklich abgestimmt, immer das Infektionsgeschehen im Blick und so weiter, wie man stufenweise den Tourismus wieder hochfahren kann. Und dieser Plan, und das darf man durchaus auch so selbstbewusst sagen, wir sind da in Mecklenburg-Vorpommern ja an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen zurückhaltender, war zumindest so gut und die Maßnahmen, die da tatsächlich mit Zahlen, Daten, Fakten, also da war ganz klar drin, welche zeitlichen Sprünge wir machen wollten, welche Zeiten wir beispielsweise bei Öffnungszeiten berücksichtigen wollen, welche Öffnungsschritte wir weiter ins Auge fassen und so weiter, hat dazu geführt, dass das im Prinzip nicht nur in gesamten oder in Großteilen der Bundesrepublik auch als Blaupause genommen wurde, dass die gesagt haben, ja, das klingt logisch, schrittweise zu öffnen, einen Schritt zu öffnen, sich das Infektionsgeschehen anzugucken, wenn alles gut geht, den nächsten Schritt zu machen und dementsprechend wundert das auch nicht, dass auch die Landesregierung, sie haben dann ihren MV-Plan daraus gemacht, weil es natürlich nicht nur ums Gastgewerbe ging, wir haben natürlich auch den touristischen Einzelhandel, sowas alles versucht mitzudenken, Botschaften,
Caterer und so weiter, Campingplätze. Wir haben die ganze Ranch mitgemacht, aber es geht natürlich für eine Landesregierung noch darüber hinaus, sodass dann im Prinzip der MV-Plan daraus geworden ist, an dem sich, sage ich mal, ja auch die Eröffnungsschritte dann orientiert haben. Und deswegen kann man doch, denke ich, durchaus mit Stolz sagen, dass die Vorschläge offensichtlich so gut waren, dass sie nicht nur die Landesregierung übernommen hat, sondern dass die auch durchaus Blaupause in ganz Deutschland gefunden haben. Und die Öffnungsschritte, und das kann ich Ihnen sagen, ich bin bei fast allen Terminen mit dabei gewesen und das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig und man musste wirklich anfangen und musste erklären, dass die Gastronomie, die Hotellerie, dass wir jeden Tag Hygiene machen. Ja, dass unsere Mitarbeiter geschult sind, dass wir Hygienekonzepte haben, dass die Hygiene zu uns regelmäßig kommt, alles nach Checkliste prüft, dass wir wirklich so ausgetüftelte Schutzstandards auch haben, dass das durchaus umgesetzt werden kann und dass wir uns das auch zutrauen. Und das ist es im Prinzip auch gewesen. Das heißt, dass die Branche hat Schutzstandards entwickelt, die Branche hat geguckt, wo können wir in der Küche, wo können wir an der Rezeption, wo können wir im Service, wo können wir bei Veranstaltungen, wo können wir am Buffet, wo können wir im Restaurant, also bei all diesen komplexen Sachen, wo können wir da im Prinzip dafür sorgen, dass möglichst, immer Klammer auf, alle halten sich natürlich an die Regeln, aber Abstände eingehalten werden, Abläufe optimiert werden, die Hygiene kontrolliert werden kann und natürlich auch die Nachverfolgbarkeit gegeben ist. Und diese Vorschläge haben wir dann auch in dem Fall an die Landesregierung gebracht. Und auch das hat im Prinzip dazu geführt, dass wir relativ schnell und zumindest als eins der ersten Bundesländer wieder den Tourismus hochfahren können. Und an dieser Stelle ist das im Prinzip so gewesen. Wir haben das natürlich auch dem milden Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern zu verdanken, dass wir am 8. Mai, das war, wenn ich mich richtig erinnere, muss es ein Samstag gewesen sein, ich bin in Schwerin gewesen, am 8. Mai als erstes Bundesland von allen Bundesländern in der Bundesrepublik die Gastronomie wieder aufmachen konnten. Kurz danach, am 18. Mai, dann auch die Hotellerie, da noch eine Woche für die einheimische Bevölkerung und am 25. Mai, die Gastronomie ohne Quote, Klammer auf, Klammer zu. Selbst da soll es eine Quote geben, weil andere Bundesländer laut darüber nachgedacht haben. Am 18. Mai die Hotellerie noch für Mecklenburg-Vorpommern-Gäste, die dann im Prinzip nach einer Woche am 25. Mai, also an dem Montag vor Pfingsten, eben halt auch für ganz Deutschland geöffnet wurde. Da allerdings für 3 Wochen verabredet. Dann noch mit einer Quote von 60%, die wir in Anführungsstrichen so ein bisschen als Kröte schlucken mussten, um überhaupt eine Öffnung zu Pfingsten hinzukriegen. Und das waren eigentlich die Sachen. Wir haben dann relativ schnell, also auch nach 3 Wochen, so wie zugesagt, die komplette Befreiung einer Quote bekommen, konnten dann 100% unsere Häuser wieder auslasten. 100% in Anführungsstrichen, weil natürlich immer noch Abstand im Restaurant, die Schutzstandards, die einzuhalten waren, fast kein Haus, meistens hapert es tatsächlich am Frühstücksbuffet oder an der Frühstücksversorgung, fast kein Haus zu 100% die Bettenkapazität verkaufen konnte, weil das spätestens am Frühstück oder wie auch immer dann nachher gescheitert wird. Das Eröffnungsszenario war aber nur denkbar, das hatte ich schon gesagt, weil tatsächlich die Branche selbst ein eigenes Hygienekonzept und eigene Hygienestandards entwickelt hat und das hat zumindest gezeigt und das ist einfach das, was mich heute an der einen oder anderen Stelle auch bei der Einstellung der handelnden Personen in Mecklenburg-Vorpommern dann oftmals so doll ärgert, dass wir einfach damals, also im April und im Mai und so weiter, ja einen ganz anderen Kenntnisstand hatten, als wir ihn jetzt im Oktober haben und dementsprechend in der Rückschau das überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum wir Regeln, die wir wirklich damals in dieser Unsicherheit entwickelt haben, wo wir aber danach alle Standards umgesetzt haben, die Hotels, die Gastronomie hat sich darauf eingestellt, die haben Schutzwände an die Rezeption gestellt, die haben Desinfektion, Abstände, Abläufe, Mitarbeiter geschult, die ganze Maskengeschichte und so weiter, alles umgesetzt und wir haben es geschafft, tatsächlich die Hauptsaison, und das war wirklich auch keine schlechte Hauptsaison, zu einer absolut sicheren Hauptsaison zu machen. Wir haben nicht ein einziges Hotel, wir haben nicht eine einzige Gaststätte, die während der Hauptsaison
zugemacht wurde. Wir haben tatsächlich letzte Woche das erste Mal eine Gaststätte, die geschlossen werden musste, gehabt. Und auch da hat sich gezeigt, die Schutzstandards haben genau das, was wir gesagt haben, haben sich bewahrheitet. Das heißt, eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet. Es gab keinen einzigen Gast, der sich infiziert hat. Und selbst die engsten Mitarbeiter, mit denen sie zusammen, ist ein kleiner Betrieb in Tetro in dem Fall, also bei mir gar nicht so weit weg, da hat sich auch keiner von angesteckt. Es war alles vernünftig, Nachweisbarkeit war gegeben, die Gäste konnten informiert werden, es ist nichts passiert. Das Unternehmen wurde erstmal zugemacht, aber ist mittlerweile wieder auf und alles ist im Prinzip im grünen Bereich. Wenn ich zurückschaue auf die Saison, dann heißt das immer apropos Sommer. Wir haben, glaube ich, viel und irgendwie die Presse hat auch gefühlt einen Tag berichtet, es ist alles super und nächsten Tag war wieder irgendwie dann das doch nicht so. Da haben wir versucht, das dann wieder einzufangen. Die Bilder in der Öffentlichkeit vermittelten zumindest in dieser Zeit nahezu den Eindruck von Normalität. Das muss man sagen. Das heißt, wir haben volle Strände, volle Promenaden, wir haben gut gebuchte Einrichtungen gehabt, wir haben viele Außengastronomie gehabt, logischerweise, die bei dem schönen Wetter dann auch gebucht war. Und da ist es an mir zu sagen, ja, aber der Schein trügt und wir hatten durchaus eine gute, teilweise sogar eine sehr gute Hauptsaison. Allerdings macht eine Schwalbe, wie man so schön sagt, noch keinen Sommer. Und wenn wir uns dann auf die Fakten beziehen und uns mit den Fakten auseinandersetzen, heißt das zwischen Mitte März, also wo im Prinzip komplett die Handbremse angezogen wurde und wir im Prinzip die Gastronomie, den Tourismus runterfahren mussten, bis zum Ende Mai, also wo es quasi wieder losging, haben wir über 500 Millionen Euro allein in Mecklenburg-Vorpommern in der Branche an Umsatz nicht erlösen können, also Umsatzverluste nicht kompensiert über die Sommermonate. Das heißt, selbst dass wir eine gute Saison danach hatten, hat uns kaum weitergeholfen, weil, muss man auch vergleichen, ich kann, wenn mir zweieinhalb Monate das komplette Geschäft wegbricht, dann kann ich das nicht mit einem Sommer, wir waren letztes Jahr Sommer 90-95% ausgebucht und wenn wir das diesen Sommer auch wieder waren, unabhängig, dass die Zahlen sogar leicht schlechter waren als letztes Jahr, kriege ich nichts aufgeholt, sondern dann habe ich gerade mal für den Zeitpunkt den Umsatz wieder reingeholt und von der Sache her schieben wir da tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen große, große Flutwellen einfach nur vor sich hin, weil sie natürlich, und das ist auch eine große Lehre, die wir aus dieser Krise gezogen haben, dass sich in dieser Situation, in dieser schweren Situation, augenscheinlich nicht alle Branchen gleichermaßen mit Augenmaß in dieser Krise engagiert haben. Und da möchte ich ausdrücklich sagen, da gibt es welche, da hat es wirklich gut geklappt und welche nicht, aber Banken und Kreditinstitute haben stellenweise, einige waren auch sehr auffällig, wie der letzte Sargnagel für die unverschuldet in Not geratene Branche und für die Betriebe agiert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich bitter und gerade ist das auch perfide, wenn man daran denkt, dass gerade dieser Wirtschaftszweig vor gar nicht so vielen Jahren mit Milliarden Rettungsfonds vom Staat eben halt auch unterstützt und gerettet wurde. Auch Vermieter und Verpächter haben uns das Leben nicht einfacher gemacht. Also da muss man ganz ehrlich sagen, Vermieter und Verpächter von gastgewerblichen Unternehmen haben leider allzu oft eher auf das schnelle Geld geschaut, Kompromisslösungen zur Fortführung langjähriger Geschäftsbeziehungen und so weiter waren oftmals leider Fremdwörter. Vielleicht noch soweit, wie haben wir das gemacht? Wir mussten natürlich auf Fremdkapital, wir mussten auf Stundungen, wir mussten sehr viele Sachen im Prinzip in Anspruch nehmen. Und gerade das zeigt, wenn eine Branche, die nicht gerade für eine üppige Rentabilität bekannt ist, wenn die das natürlich zusätzlich leisten muss, dass sie das, ich habe das vorhin schon gesagt, wirklich wie eine Bugwelle vor sich her schiebt, weil alles das, was wir im Prinzip gestundet haben, müssen wir nachzahlen. Alles, was wir im Prinzip ja, zusätzlich aufnehmen mussten, mussten wir auch aufnehmen. Jetzt mache ich mal einen großen Blick, sonst dauert es tatsächlich vielleicht zu lange. Clubs und Diskotheken. Das sind beispielsweise Branchensegmente, Tanzbetriebe, die noch gar keine Perspektive haben. Wenn ich mir Event-Caterer, Caterer angucke, wenn ich mir die Tageshotellerie angucke oder wenn ich mir auch Event-Agenturen, und dann geht das mit Technik und mit allem, was dazugehört, Bühnenbauer und so weiter, die agieren immer teilweise noch gar nicht oder eben halt sehr eingeschränkt am Markt. Und das ist natürlich auch ein Großteil unseres täglichen Geschäfts, dass wir da im Prinzip Perspektiven hinbekommen. Was hat sich positiv ausgewirkt? Und das muss man wirklich sagen, ist vielleicht auch doppelt angebracht, auch wenn jetzt die FDP das nicht zu verantworten hat.
aber der Branche wird es deutlich schlechter gehen, wenn wir keine Mehrwertsteuersenkung auf die Beherbergungsbetriebe vor 2010 oder wann es gewesen ist, bekommen hätten. Ja, und genauso zeigt es sich jetzt, dass die lange Forderung, also eigentlich eine Grundforderung, gab es ja damals auch schon, die Mehrwertsteuer auf die Speisen zu senken, also endlich mal so eine Gerechtigkeitsgeschichte aufzumachen und zu sagen, warum kostet das Essen beim Mitnehmen 7% und wenn es, wie gesagt, handwerklich auf dem Teller und nachher wird der Teller noch abgewaschen und in der Küche stand auch ein Koch noch und nicht nur eine Mikrowelle, dass das dann im Prinzip 19% kostet, das war immer schwer zu vermitteln, aber in dieser Krise wurde die Mehrwertsteuer für die Speisen gesenkt, erstmal befristet für ein Jahr und genau das ist natürlich ein wirklich gutes Mittel, um gezielt den Unternehmen, sobald sie natürlich wieder angelaufen sind, auch tatsächlich die Liquidität zusätzlich zu geben, die sie brauchen, um diese Bugwelle oder Flutwelle, wie ich genannt habe, perspektivisch auch wieder abtragen zu können, weil das eben halt ohne einen Antrag zu stellen, ohne irgendwie komplizierte Formulare auszufüllen, jeden Abend beim Kassenabschluss hat man quasi ein bisschen mehr Liquidität drin und das, glaube ich, ist wirklich ein tolles Instrument und deswegen natürlich auch, wird keinen verwundern, mein Appell, das mindestens zu verlängern. Das heißt, wenn man sagt, Entfristen wäre natürlich das Beste, aber dass man wirklich sagt, komm, das ist ein Kriseninstrument und das sollte zumindest so lange entfristet werden, also oder befristet werden, nicht nur bis Mitte des nächsten Jahres, sondern so lange, bis die Betriebe, die jetzt Kredite, Darlehen und so weiter aufnehmen mussten, die sich jetzt zusätzlich verschuldet haben, dass die für 3 Jahre, vor 4 Jahre, so lange, wie sie das abzahlen müssen, zumindest diese Liquidität dann auch zur Verfügung bekommen. Und von der Sache her, Beherbergungsgebote, ich vermute mal Verbote, ich denke, das werden wir nachher sicherlich noch diskutieren. Ansonsten, was macht uns natürlich Kummer? Das Jahresendgeschäft, das heißt, wir kommen jetzt nach der Saison, kommen wir tatsächlich in das Halbjahr, was das dunkle Halbjahr ist, also wo es kein Terrassengeschäft gibt und so weiter, wo nicht die Strände voll sind, wo es in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht so ideal ist zum Skifahren, also das wäre auch keine Alternative für uns, also wirklich die umsatzschwache Zeit, wo wir wirklich gucken müssen, dass wir auf die Kosten achten und so weiter und wenn uns da natürlich noch durch unsere Sicherheit, durch Einreiseverbote zusätzlich gepaart mit Quarantäneregeln, die die Hürde so hoch hängen, dass man sagt, zwar ja, Mecklenburg-Vorpommern hat kein Einreiseverbot, aber faktisch wirken die Maßnahmen wie ein Einreiseverbot zur Unsicherheit. Wie sieht es mit Firmenweihnachtsfeiern aus? Wie sieht es mit Weihnachtsfeiern allgemein aus? Wie sieht es mit einer Silvesterveranstaltung aus? Wie sieht es mit Feuerwehr, Tanz etc. aus? Also noch viele Unsicherheitsfaktoren, die uns im Prinzip sonst noch ein bisschen Umsatz gebracht haben im dunklen Halbjahr, also zum Jahreswechsel. Das ist sicherlich ein Punkt, der uns dann auch durchaus umtreibt. Jetzt habe ich viele Sachen vorgetragen, die eher so ein bisschen so waren. Also ich habe jetzt mal die ganzen Umfragezahlen, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich immer noch von Insolvenz bedroht fühlen oder noch drastische Umsatzeinbußen haben, sind immer noch 40%. Aber das sind alles Umfragen, irgendwie gefühlt, waren Anfang Oktober, aber gefühlt irgendwie vor dieser Krise, die jetzt schon wieder aufgeploppt ist. Und von der Sache her, glaube ich, sind sie auch gar nicht so aussagekräftig. Aber ich möchte noch mal zumindest das zum Abschluss bringen und möchte ganz klar sagen, das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern, der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern, der sollte tatsächlich aus einer Krise nicht nur negative Sachen mitnehmen, sondern sollte tatsächlich auch gucken, wo lernen wir dazu, auf wen können wir uns auch verlassen, auf wen können wir uns nicht verlassen. Meistens können wir uns nur auf uns selbst verlassen. Aber mit welchem Partner kann man vielleicht tatsächlich auch eine erfolgreiche Zukunft weiter aufbauen? Weil die Frage ist dann mit so einen Banken, die dich jetzt quasi da schon hängen lassen haben, unverschuldet in so eine Krisensituation gekommen, immer bezahlt vorher und so weiter und dann wirst du quasi wirklich abtropfen lassen. Ob man mit denen weitermachen muss, ist eine große Frage. Aber wir sind guter Dinge und wir sind auch willens, auch diese Krise wieder durchzustehen und die Fahne fürs Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern weiter hochzuhalten, kreativer zu werden als vorher, noch motivierter zu werden als vorher und vor allem das, was wir gelernt haben. Ich glaube, das kann ich mir immer nicht verkneifen. Ich glaube, vorher war immer der Tourismus so, das lief so, gerade in Mecklenburg-Vorpommern brauchte sich keiner gesondert drum kümmern, sondern das war immer eine Branche, das war eigentlich so ein Selbstläufer. Und jetzt hat das erste Mal
Ja, und glaube ich jeder, nicht nur jeder in der, sag mal, der im Land politisch Verantwortung trägt, also auch in der Landesregierung, sondern auch, sag mal, tatsächlich auch mal der Bürgermeister oder die Gemeinde oder Stadtvertretung das mitgekriegt. Und ich habe ja vorher immer so manchmal, darf ich immer nicht sagen, aber ich habe dann immer gesagt, naja, ist nicht jeder, der mal eine Pauschalreise gemacht hat, eine oder zwei gleichen Tourismusexperte, sondern da gehört schon ein kleines bisschen mehr dazu. Aber die meisten haben jetzt zumindest mitgekriegt, wie wichtig und wie entscheidend Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern im Tourismusland Nummer 1 ist, in dem Bundesland mit der höchsten Tourismusintensität von allen anderen Bundesländern. Tourismusintensität, also quasi die Gästeübernachtung pro Einwohner, mehr als auf Mallorca. Dass man da wirklich sieht, dass es eine Querschnittsbranche ist, dass wir eine Branche sind, die der Einzelhandel stöhnt. Der Einzelhandel konnte aufmachen. Ich kann mich an Beispiele in Wahn erinnern, wo ich zu einer Demo war. Und da haben die Einzelhändler gesagt, ja, wir haben aufgemacht. Und dann haben wir nach 3 Tagen wieder zugemacht, weil keine Touristen da waren. Und weil wir dann erst mal ganz krass mitbekommen haben, Nebensaison ist ja immer so ein bisschen, das schleicht ja aus und dann geht es wieder los, krass mitbekommen haben, wie es ist, wenn gar keiner da ist, wie trostlos das ist. Usedom und so weiter, die Inseln will ich gar nicht nennen, da ist es natürlich noch deutlich dramatischer. Und von der Sache her, wir sind da sehr, sehr guter Dinge, dass wir auch das Ganze wieder in Fahrt kriegen, sind aber trotzdem verärgert, wenn uns Knüppel und Steine zwischen die Beine geworfen werden. Und von der Sache her, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann danke ich erstmal an der Stelle Lars Schwarz für den interessanten Einblick aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommern und darf jetzt überleiten zu Roman Müller-Böhm, den Sprecher der Arbeitsgruppe Tourismus in der FDP-Bundestagsfraktion. Und in der Bundestagsfraktion, das ist klar, und im Bundestag ist deutlich mehr von Tourismus noch zu hören als nur Mecklenburg-Vorpommern. Und ein paar Stichworte sind schon gefallen. Ich glaube, das schaffen wir heute Abend auch noch rauszustellen. Was ist eigentlich mit den ganzen Tagungshotels, von denen wir in Mecklenburg-Vorpommern auch ein paar haben, aber deutschlandweit verstreut noch viel weniger. Da höre ich die ersten Projekte, die zu Seniorenwohnheimen umgebaut werden, im innenstädtischen Bereich, bestimmt eine gute Idee. Man hört, dass Firmen immer weniger Geschäftsreisen anstreben. Wir haben die Busunternehmer, die in Berlin auf die Straße gegangen sind. Inwieweit bringt das ein neues Klientel, vielleicht nach Mecklenburg-Vorpommern, aber lässt auch andere Klientels vermissen. Deshalb freue ich mich, dass Roman jetzt vielleicht noch einen kleinen Einblick über Mecklenburg-Vorpommern hinaus gibt, vielleicht auch auf das, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, das kriegen wir im Gespräch gleich noch geklärt. Wir sind ja an einer schönen Stelle, eigentlich ideal gewählt heute hier. Hier kann man Arbeiten und Urlauben verbinden. Das ist genau die Idee dieser Einrichtung, in der wir heute stehen. Und Mecklenburg-Vorpommern hat die letzten Monate, zumindest ist mir das so aufgefallen, in der Nähe von Fischland, da ist Zings, auch Gäste dazu gewonnen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Leute, die mit dem Laptop durch die Gegend gingen, die ihr Homeoffice nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt haben, wo es sicherer war als anderswo im Bundesgebiet. Das sind ja auch große Chancen, die wir haben. Und jetzt geht es darum, abzumessen, was müssen wir eigentlich in Berlin noch machen? Was muss der Bundestag, die Bundespolitik eigentlich umsetzen, damit das gelingen kann, diese schwere Krise auch vielleicht zu einem Segen werden zu lassen? Und deshalb freue ich mich, dass du da bist, zugeschaltet. Roman Müller-Böhm, ich bitte dich um dein Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Hagen. Ich hoffe, man versteht mich gut und die Verbindung ist stabil. Ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen, aus meinem Wahlkreis heraus zugeschaltet. Dann hoffe ich, dass da jetzt das Internet auch mitspielt und die Digitalisierung da an der Stelle mal klappt. Ja, vielleicht ein paar allgemeine Worte erst einmal vorweg. Tourismus ist ja ein extrem breites Feld. Und du hast es gerade vollkommen richtig gesagt, Hagen, im Bundestag, im Tourismusausschuss haben wir natürlich einen enormen Querschnitt an politischen Handlungsfeldern, die uns tagtäglich dann da beschäftigen. Aber viel ist es nicht so ganz klar, wenn gleich hier, glaube ich, doch in der Runde fast jedem das Tourismus ja als Volkswirtschaftsbranche eine der größten überhaupt darstellt, hat mit knapp 3 Millionen Beschäftigten also da ein riesen Fund sozusagen, was man auch in politischen Debatten einbringen könnte. Und an der einen oder anderen Stelle klappt es auch, aber leider gab es da auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder zu sehen, dass man das noch fokussierter vielleicht vortragen müsste, um auch jedem wirklich klar zu machen, vom Bürgermeister vielleicht angefangen, bis hin wirklich zur europäischen Ebene auch durchdeckt, dass da einiges. Ich möchte das vielleicht so ein bisschen zweiteilen, meinen Input hier an der Stelle.
Einmal vielleicht die Lage, was müssen wir oder was müssen wir national angehen, und vielleicht im zweiten Punkt halt eben noch einmal auch ein bisschen im Blick auf die Ergebnisse oder vorläufigen möglichen Ergebnisse der Runde der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel, die ja auch durchaus sehr, sehr interessante Folgewirkungen haben wird. Vielleicht erstmal zum nationalen Bereich. Man muss da auch, glaube ich, nochmal unterscheiden. Ich glaube, vielen ist es auch immer nicht ganz klar. Wir haben ja einen Incoming, einen Outcoming-Tourismus. Ich würde mich hier vor allem jetzt mal auf den Incoming bzw. Deutschland-Tourismus fokussieren, weil ich glaube, der wäre auch, ob er ist, diese Veranstaltung der richtige Fokus. Wenngleich ist natürlich auch beim Outgoing andersherum der interessante Aspekt. Aber würde mich jetzt erst einmal auf das Erste konzentrieren. Und ja, wir haben hier eine einen extremen Einbruch zu sehen. Ich glaube, dass der Tourismus tatsächlich die Branche ist, der hier durch die Corona-Epidemie den größten Schaden zugefügt wurde und auch wahrscheinlich die Branche am längsten auf diesen Schaden verspüren wird. Wir haben also die aktuellen Zahlen von der Deutschlandzentrale für Tourismus, dass wir von den knapp 90 Millionen Übernachtungen 2019 wahrscheinlich so um die 51 Millionen Übernachtungen verloren haben. Das ist also ein riesiger Einbruch, mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte. Und mag sicherlich sein, dass in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das gerade gehört habe, vielleicht sogar noch im Sommer eine ganz gute Saison war. Ich habe aber durchaus halt eben auch auf anderen Bundesteilen gehört, dass nicht flächendeckend war und wir hier also wirklich ja, vor einem riesen Trümmerhaufen liegen, der da von dem eigentlichen von der eigentlichen Erfolgsbranche im letzten Jahrzehnt jetzt dasteht. Das ist also ein riesiges Handlungsfeld, was nun angegangen wird. Ich würde das gerne mal mit einem Blick auf die Hilfsgelder auch schon mal fokussieren wollen, weil es ja durchaus da sehr, sehr breite Debatten gegeben hat. Ich glaube auch hier, wenn man schon einen sehr, sehr starken Ansatz wählt, dass man also staatliches Geld aufwenden will und nicht nur alleine Rahmenbedingungen anpassen möchte, dann sollte man doch hier auch mit gewissen Maß vorgehen, und ich merke hier, dass da der Tourismus einfach sehr stark ausgebrochen bleibt. Wenn man sich das mal so anguckt, wenn die Debatten losgehen, ob jetzt ThyssenKrupp beispielsweise teilverstaatlich wird und so, dann merke ich, dann werden da vor allem immer wieder die Unternehmen und die Branchen genannt, die vielleicht in der Vergangenheit eine enorme Bedeutung für Deutschland hatten, das ist gar keine Frage, aber ob sie halt eben auch so in der Zukunft noch da sind, das sei mal sicherlich dahingestellt. Und der Tourismus ist eine Branche, der nicht mal eben durch Automatisierung und Digitalisierung der Tote wird oder durch einen zunehmenden Markt oder einen zunehmenden Wettbewerb im Weltmarkt. Das ist in Deutschland eigentlich eine Branche, die auch auf lange Sicht stabil bleiben kann. Deswegen könnte man, wenn man hier wollte, eigentlich mehr tun. Und wenn ich mir dann gleichzeitig angucken muss, dass als einziges Tourismus-Startup, das ja diese bekannte Einhorn-Marke geknackt hat mit Get Your Guide, dann nun also Massenentlassungen ankündigen muss und gleichermaßen dann also ThyssenKrupp verteilverstaatlicht werden soll, dann stimmt hier aus meiner Sicht schon mal maßgeblich die Balance nicht, mit der man hier vorgeht. Und ich glaube, da müsste man doch auch nochmal nachkorrigieren im politischen Sinne. Und da sind wir auch als FDP-Fraktion bisher ziemlich stark dabei. Was sicherlich ein Punkt ist, es wurden ja die Überbrückungshilfen für KMUs jetzt also dann wahrscheinlich bis Ende Juni oder sind jetzt bis Ende Juni verlängert worden. Das gibt sicherlich eine gewisse Grundstabilität rein, weil man ja sagen muss, ob der Tourismus so in der Form über den Winter laufen kann, wie es sonst in der Wintersaison üblich ist, mit den Veranstaltungen, auch Kongressen etc., ist ja sehr fraglich. Wir haben ja bei den Geschäftsreisen
Und die machen ja auch da einen ganz erheblichen Teil aus, ja, einen zusätzlichen Wandel jetzt noch zu verkraften. Es ist ja nicht nur so, dass durch Corona keine Geschäftsreisen in der Form stattfinden können, sondern dass auch Unternehmen nun massiv in Digitalisierung und Co. investiert haben und wahrscheinlich so das Aufkommen, was die letzten Jahre da war, vielleicht nie mehr wieder zurückkommen wird. Klar ist, menschlicher Kontakt kann man nie vollständig digitalisieren, aber ob es den oder das Ausmaß nochmal wieder erreichen wird, das muss man sicherlich für fraglich halten. Und wir haben hier auch letztens so eine Anhörung im Tourismusausschuss im Deutschen Bundestag gehabt und es gab durch die Bank weg auf jeden Fall doch erhebliche Zweifel daran, dass das eins zu eins so wieder wie früher zurückkommen wird, sondern dass man hier wahrscheinlich eh mit einer neuen Situation rechnen muss. Und das bedeutet, dass man hier zumindest erst einmal für eine vorübergehende Zeit nochmal eine finanzielle Stabilisierung in dem Segment des Tourismus beiträgt, ist, glaube ich, sinnvoll. Aber man muss auch gucken, wie soll es denn dann wirklich mit der Planungsperspektive weitergehen. Und ich denke, da sind wir auch bei weiteren Stichpunkten, die eigentlich nicht neu sind, aber jetzt nochmal sich in der Krise als bedeutsam und relevant herausgestellt haben. Ich glaube, völlig klar ist, dass wir im deutschen Tourismusmarkt an der einen oder anderen Stelle nach wie vor noch ganz gut was aufholen können. Wir hatten oder haben jetzt seit Jahren Diskussionen darüber, dass die Generation Z oder wie man auch immer sie nennen möchte, sicherlich ein ganz anderes Reiseverhalten an den Tag legt als beispielsweise jetzt die Generation oder ich glaube Best Ager wäre dann der passende englische Gegenbegriff dafür, aber so quasi 40 aufwärts. Das ist also etwas, wo wir nachsteuern müssen. Dazu kommen mehrere Komponenten. Hagen hatte das gerade so schön angedeutet mit den Leuten, die mit dem Laptop dann durch Mecklenburg-Vorpommern durchlaufen und dort ihre Homeoffice quasi mit verlegen. Das ist ja noch mehr. Das ist ja auch, dass du halt eben insgesamt eine Umgebung hast, in der Digitalisierung auch wirklich vollends gedacht wurde, dass halt möglichst auch da Ticketing-Systeme etc. Noch vollendet werden und oder wenn vielleicht auch überhaupt erstmal angefangen werden. Das sind so Punkte. Ich glaube, dass nach wie vor auch der Breitbandanschluss ein Riesenthema ist. Also ich habe das immer wieder erlebt bei Ortsterminen, wo dann also große Einheiten sogar mit mehreren hunderttausend Besuchern im Jahr dann noch über alte ISDN-Anschlüsse verfügten. Das ist natürlich nichts, womit man die Zukunft bestreiten kann und erst recht nicht jetzt in Corona-Zeiten. Und ich glaube, da muss massiv nachgesteuert werden. Dazu kommt, dass wir, wenn wir jetzt einen gestärkten Deutschlandtourismus haben, dass also der Wettbewerb der Regionen massiv zunehmen wird. Das ist sowieso schon etwas, was die letzten Jahre kam, aber das kommt jetzt noch dann verstärkt hinzu. Die Regionen oder beziehungsweise das Regionalmarketing im Tourismus ist durchaus ausbaufähig. Wenn man sich das teilweise anguckt, was die regionalen Tourismusagenturen entweder schon aufgebaut haben oder gerade dabei sind, ist es alles schon auf gutem Weg. Aber da muss noch mit weiterer Kraft dran gearbeitet werden und das zieht sich auch durch alle Ebenen durch. Ich muss dazu sagen, dass da hier hauptsächlich die Länder natürlich im Fokus stehen, weniger der Bund, aber ich glaube, dass hier durchaus auch durch die Kompetenzzentrale für Tourismus und Co. Da auch Schützenhilfe geleistet werden kann. Und dass da wirklich die regionalen Tourismusagenturen oder das regionale Tourismusmarketing also überall flächendeckend nun breit und sich gut aufstellen muss. Das erfordert vielleicht auch mal, dass an der einen oder anderen Stelle die Kommunalpolitiker da auch nochmal vielleicht einen Blick drauf werfen. Oftmals sind ja Zusammenschlüsse mehrerer Städte da an der Stelle und wenn das hinterher, ich sage jetzt mal vermeintlich, wieder eine Position ist, die durch politische Versorgungsansprüche besetzt wird und weniger durch Qualität und sachliche Auswahlkriterien, dann ist damit der Sache halt eben auch nicht geholfen und leider ist das allzu oft aber noch der Fall. Ich glaube, da müsste man also auch auf jeden Fall dann noch mehr Fokus drauf legen.
Und ein Riesenthema ist die rechtliche Neuausgestaltung der Pauschalreise. Und ja, das mag vielleicht den einen oder anderen wundern, warum ich das jetzt beim Incoming-Tourismus erwähne. Aber es ist durchaus auch hier relevant. Wir haben nämlich ja mit dem bestehenden Recht eigentlich einen wahrscheinlich klar europarechtswidrigen Standard, der, wenn es so weitergeht, dazu führt, dass die Reiseveranstalter, wenn sie dann pleite gehen und hier die Haftungssumme in Summe, also in Höhe von 110 Millionen Euro überschritten wird, quasi eine Staatshaftung aktuell greift. Und auch wenn die Bundesregierung das nicht zugeben möchte, aber indirekt eingesteht, das hat man ja bei Thomas Cook gesehen, führt das immer wieder zu neuen Problemen. Dazu kommt, dass die jüngeren Generationen erkennbar zeigen, sie möchten zwar eine individuelle Reise haben, die sich möglichst gut bei Instagram verkaufen lässt und die möglichst auch so in der Form einmalig ist, aber gleichzeitig halt schon die volle Absicherung im rechtlichen Bereich haben wollen und halt eben nicht so bereit sind, dann eventuell auch auf den Kosten sitzen zu bleiben, sodass man hier auch im Deutschlandmarkt gucken müsste, wie solche Pauschalreisen dann in Zukunft dann ablaufen, dass sie auf der einen Seite einen individuellen Charakter haben, aber auf der anderen Seite auch den rechtlichen Schutz beherbergen und das Ganze möglichst auch noch europarechtskonform ausgestalten. Da bin ich sehr gespannt, weil das nämlich nach den aktuellen Vorschlägen, die da auch von der Bundesregierung kommen, alles andere als besonders einfach wäre. Hier sind also Zuschläge von 30 Euro pro Reise und Gast dann schon im Raum gestellt worden. Das ist zwar ansatzweise auch wieder dementiert worden, aber trotzdem muss man gucken, dass das Ganze hier nicht aus den Fugen gerät. Es sollte ja nicht so sein, dass eine Reise von wenigen Tagen dann hinterher genauso teuer quasi in einem Versicherungsfonds abgerechnet wird, wie beispielsweise eine 5.000 Euro Luxuskreuzfahrt. Ich glaube, da stimmen so ein bisschen die Verhältnisse nicht. Aber deswegen ist das auch ein Thema, das den Tourismus nach Corona betreffen wird. Und würde damit gerne mal zumindest den ersten Teil des Inputs damit auch schließen wollen. Was ist also nun gerade im Kanzleramt los? Ministerpräsidenten und Frau Merkel treffen sich ja. In der Tat gibt es da einige ja ganz spannende neue Indikatoren und über die Verschärfung von den sogenannten Indizienzahlen über Beherbergungsverbot etc. wird da anscheinend wohl viel jetzt besprochen. Anscheinend soll wohl eine verschärfte Maskenpflicht eingeführt werden. Auch da, was da ganz genau darunter zu verstehen ist, kann ich noch nicht sagen. Allerdings soll die dann halt eben nicht bei diesem Indizienwert von 50 Betroffenen ab 100.000 Einwohnern, sondern bereits schon bei 35 Betroffenen ab 100.000 Einwohnern gelten. Und es ist durchaus auch wohl denkbar, dass noch härtere Einschnitte folgen, wenn 10 Tage in Folge dieser 50er-Wert überschritten wird. Da muss man mal gucken, was dann genau darunter zu verstehen ist. Allerdings führt das natürlich zu einer beinahe unberechenbaren Situation für alle Akteure. Und ich glaube, das wird hier auch eine politische Aufgabe sein, hier Verlässlichkeit reinzubringen, dass es einen festgelegten Grundkanon an Maßnahmen gibt, der dann ergriffen wird in diesen Fällen, der dann aber auch allen Leuten klar ist und hier dann wieder auch Konzepte erstellen lässt, wodurch sich alle Akteure darauf einstellen können. Denn ich glaube, eins ist klar, einen einfach kategorischen Lockdown, wie er im März und im April war, kann so nicht wiederkommen. Das wäre unverantwortlich allen Beteiligten gegenüber und ist auch aus meiner Sicht an der Stelle nicht zielführend. Ähnlich auch diese Beherbergungsverbote, wie wir sie aktuell haben, sind aus meiner Sicht nicht zielführend. Wenn man sich nämlich die Zahlen anguckt, insbesondere Corona-Fälle in Relation zum Tourismus, dann ist eine Sache doch höchst spannend und aufschlussreich. Alle auch Rückkehrer aus dem Ausland oder halt eben Reisenden hier in Deutschland haben eine vergleichsweise geringe Corona-Infektionsquote. Wenngleich aber halt eben zum Beispiel Familienbesuche oder halt eben
größere Veranstaltungen im privaten Bereich durchaus aktuell die Infektionszahlen in die Höhe treiben lassen. Und deswegen lässt sich aus meiner Sicht hier nicht rechtfertigen, dass man also wieder zu einem kategorischen Lockdown von Gastronomie, Hotellerie und anderen tourismusrelevanten Einrichtungen kommt, weil es, wie gesagt, auch von der Infektionskettenanalyse einfach nicht gegeben ist. Und deswegen kann ich an der Stelle sagen, werden wir uns auch relativ stark dafür weiterhin machen, dass hier differenziert und ausgewogen die Maßnahmen nur ergriffen werden. Allerdings muss man gucken, was jetzt noch genauer in der Runde auch besprochen wird. Ich hoffe, dass da nicht jeder Impuls von Angela Merkel gleich stattgegeben wird von der Ministerpräsidenten. Und nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass jetzt gerade nach 5 Stunden Verhandlungen das Thema Beherbergungsverbote überhaupt erst angefangen hat. Also insofern mal sehr spannend noch, was da alles so kommt. Das wäre allerdings nochmal so mein Ausblick quasi auf die, oder beziehungsweise Einblick eher vielleicht aus meinen Informationen, was diese Runde betrifft heute. Und würde dann gerne wieder das Wort an Hagen zurückgeben wollen und mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich danke dir recht herzlich. Jetzt hole ich unsere Diskutanten mal ran. Mal gucken, wo sich die alle versteckt haben, ehrlich gesagt. Was war? Wo haben die sich hin? Sonst fangen wir einfach an, Lars. Und dann können wir schon mal loslegen. Mit genügend Abstand kriegen wir das ja alles in den Griff. Gucken, dass wir das heute hier alles Corona-gerecht und schon auf alte und neue Maßnahmen richtig angepasst. Abstand ist und bleibt, glaube ich, das Wichtigste. Mal gucken, wann die anderen beiden reinstellen, dann fangen wir doch schon mal an. Du hast das vorhin bei dir auch so schön gesagt, dass die Leute nicht nachvollziehen konnten und die das vom Reisen abgehalten hat, was die Regeln betrifft. Roman hat das, glaube ich, gerade auch schon dargestellt. Verspielen wir gerade in der Bevölkerung eigentlich die Nachvollziehbarkeit der Regeln? Und führt das vielleicht in nächster Zukunft dazu, dass noch mehr Verunsicherung da ist und die Infektionszahlen weiter steigen? Das frage ich mich gerade besorgt, weil zumindest bei uns im Bundesland, wenn man rumgeht, du hast ja, warst in den Runden mit dabei in der Staatskanzlei, das hast du beschrieben, wie in Mecklenburg-Vorpommern auch die Regeln erstellt wurden, wie ihr es geschafft habt, schrittchenweise wieder zu öffnen. Aber ganz oft hat doch eigentlich gefehlt, den Leuten zu übersetzen, deshalb ist diese Regel jetzt da, die greift, bis wir dieses Ziel erreicht haben und dann wird sie ersetzt durch eine neue Regel. Ganz am Anfang war viel Ungewissheit, wir wussten nichts über das Virus, das hat sich ja mittlerweile geändert. Verspielen wir da gerade so ein bisschen Grundvertrauen in unsere Entscheidung? Ist das so? Oder? Ja, das glaube ich schon. Also Akzeptanz hat ja natürlich ganz viel auch mit Nachvollziehbarkeit zu tun, dass man es versteht, warum die Regeln bestehen. Und dann kann man natürlich jemanden schlecht erklären. Ich sag mal, das beste Beispiel war vor einigen Wochen die Diskussion um diese kleinen Zettelchen, die wir alle ausfüllen müssen für die Nachverfolgbarkeit. Und dann haben wir im Prinzip in Mecklenburg-Vorpommern Gäste aus Sachsen oder aus Sachsen-Anhalt, die sowas gar nicht haben. Also in einem Bundesland gibt es nur eine Empfehlung, im anderen gibt es das gar nicht. Und die kommen quasi nach Mecklenburg-Vorpommern. Wenn die dann noch, sag ich mal, ein bisschen enthemmter sind, dann sagen die auch noch, seid ihr doof in Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns gibt es das nicht mehr. Deswegen haben wir von Anfang an appelliert und haben gesagt, es muss bundeseinheitliche Regeln geben. Mit Maske, mit Abstand und so weiter haben wir die ja teilweise. Oder haben wir die in dem Part zumindest. Und es muss dann Anpassungen vielleicht dann auch immer landesmäßig auf Infektionsgeschehen geben. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir als Branche diese Maßnahmen, dass Mecklenburg-Vorpommern die strengsten Maßnahmen hat, ja gerade noch mit, ich weiß nicht, das heißt ja, ein Gast kommt aus einem Risikogebiet, darf nur einreisen, wenn er einen nicht älter als 48 Stunden alten negativen Corona-Test hat. Und dann ist er in den meisten Bundesländern drin, teilweise braucht er das gar nicht. Und in Mecklenburg-Vorpommern darf er dann in den Hotels oder in den Ferienwohnungen, in den Unterkünften nochmal 14 Tage zusätzlich in Quarantäne gehen, darf sich dann frühestens am 5. oder 7. Tag wieder freitesten. Was ich sagen will ist, selbst wenn wir als Branche, die tagtäglich damit umgehen, diese Sachen nicht nachvollziehen können, die nicht als verhältnismäßig und auch nicht als angemessen im Prinzip betrachten, wie sollen das dann unsere Mitarbeiter machen, wie sollen das dann im Prinzip die Bürgerinnen und Bürger machen? Und deswegen einheitliche Regeln, die aber nachvollziehbar angepasst sind und wo man auch erkennen kann, was ist der Grund? Ganz am Anfang hieß es mal, das waren die ersten Worte, die beispielsweise immer der Chef der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern gesagt hat. Er hat immer
mal gesagt, es geht nicht um Verhinderung, es geht um Verlangsamung. Es geht darum, dass wir die Kapazitäten in den Krankenhäusern und des Gesundheitswesens eben halt nicht überstrapazieren und jeder, der im Zweifel sich den Virus oder den Virus bekommt, dass der dann bestmögliche Versorgung hat. Da sind wir ja lange von entfernt. Na klar, jetzt sind wir an einer ganz anderen Situation, wissen deutlich mehr. Aber ich muss der Bevölkerung und ich muss auch der Branche erklären, welche Maßnahmen wir ergreifen. Und ich sag mal, da hapert es an der einen oder anderen Stelle, ich versuche das mal diplomatisch zu sagen, in Mecklenburg-Vorpommern schon sehr. Jetzt habe ich ja, Herr Grün, Sie trifft es ja wahrscheinlich mit Ihrer Einrichtung hier auch. Die Zettel wurden gerade angesprochen, wir füllen alle Zettel auf und es reicht jetzt nicht, das Zettel ausfüllen. Jetzt muss überprüft werden, ist das auch richtig? Teilweise ist die Aufforderung da, es sollen noch Ausweise kontrolliert werden, ob die richtigen Namen draufstehen. Gastronomen, Hoteliers sind aufgefordert. Ich habe so das Gefühl, da werden gerade hoheitliche Aufgaben auf Hotellerie, Gastronomie, jede Einrichtung mit Publikumsverkehr abgewälzt. Kann das der richtige Weg eigentlich sein? Ist man dazu in der Lage und bereit? Weil es scheint mir doch irgendwie unangepasst, wenn der Staat jetzt hoheitliche Aufgaben auf die Unternehmer abwälzt. Also zumindest in den Debatten, die ich gerade höre, ist das ziemlich kritisch zu sehen. Also zunächst mal, also für uns gesprochen, muss man ein bisschen unterscheiden. Wir sind ja auf der einen Seite sind wir, also ich bin seit 20 Jahren Unternehmer, wir machen das Geschäft im Bereich Coworking machen wir jetzt seit 5 Jahren, machen das ja auch nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in anderen Bundesländern. Und da komme ich gleich nochmal zu, wir haben halt nicht gemerkt, dass es weniger wird. Ja, warum? Weil wir einfach auf flexibles Arbeiten ausgerichtet sind. Das heißt also, was merken wir? Wir merken, dass am Anfang die ganzen Firmen hingegangen sind und gesagt haben, okay, geht jetzt ins Homeoffice. Und jetzt merken wir auf einmal, dass Homeoffice nicht für alle Personen gut funktioniert. Das heißt also, was wir beobachten ist, dass das ganze Thema sozialer Kontakt verloren geht. Also ich sag mal so, die Zigarette vor der Tür, der Kaffee in der Küche. Und jetzt merken wir halt einfach, gehen die Leute hin und sagen, Homeoffice funktioniert vielleicht 1-2 Tage die Woche, aber 2-3 Tage gehe ich gerne auch mal in einen Coworking Space, weil ich da flexibel arbeiten kann. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir sind selber Gastronomen, ich und mein Bruder. Wir haben auch hier in Stralsund jetzt eine gastronomische Einrichtung eröffnet. Und ich glaube, und das haben wir beobachtet, dass, und Sie hatten das vorhin kurz angedeutet, dass Gastronomie nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern generell vielleicht auch ein Stück weit so war, man hat sich ein bisschen ausgeruht. Ja, also das, was wir beobachtet haben, ist, dass durch bedingt die Corona-Krise durch alle Branchen auf einmal so ein Digitalschub gegangen ist. Und ich glaube einfach, man muss der Krise halt auch positive Dinge abverlangen und ich glaube, in der Krise nicht nur Gastronomen, sondern auch andere Unternehmer sind sehr kreativ geworden, haben neue Themen ausprobiert. Es gibt Leute, die auf einmal auf Online-Portalen sind und ihr Liefern oder ihr Essen zum Liefern anbieten, to go oder was auch immer. Also von daher glaube ich, war das auch viel Positives. Und zu diesem Thema Kontaktdatenerfassung, wir haben selber eine digitale Lösung entwickelt, wo ich per QR-Code quasi den Gast einchecken kann. Wir haben aber nicht nur das Einchecken entwickelt, sondern wir haben letzten Endes auch für Gastronomen Dashboard entwickelt, wo er sicher gehen kann, dass diejenigen mit richtigen Namen eingecheckt haben. Das heißt also, wir haben zum Beispiel solche Dinge hinterlegt wie, ich kann jetzt nicht Michael Jackson eingeben oder Donald Duck oder sowas. Ja, das heißt also, es poppt sofort auf mit einer Negativmeldung. Und ich glaube, dass gerade, und dafür stehe ich ja so, das ganze Thema Digital-Startups viele, viele Lösungen entwickelt haben in der Krise, gerade für die Gastronomie. Was ich aber gemerkt habe, dass viele Gastronomen zurückhaltend sind und was ich noch viel mehr gemerkt habe, ist, dass viele Gastronomen halt auch nicht das Thema 100% umsetzen. Ja, es kann nicht sein, dass ich heute in eine gastronomische Einrichtung gehe, in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen oder auch in Niedersachsen oder in einem anderen Bundesland und ich nicht nach meinen Daten gefragt werde. Und also das ist die Realität einfach, ja. Also dass heute immer noch nicht der Gastronom verstanden hat oder die Mitarbeiter, die Daten müssen erfasst werden und Mitarbeitern oder Kunden werden überhaupt gar nicht die Zeit erst hingelegt. Also das ist so unsere Erkenntnis aus den letzten Monaten. Aber schafft man das? Kann man in der Krise, wo einem das Geld eigentlich der Monate davor fehlt, jetzt noch investieren? Also ich glaube, es ist immer Licht und Schatten überall. Ne? Und so eine Krise, ich sag mal, das ist so, das spricht gegen meinen Unternehmergeist, dass ich sage, Krise ist und alle anderen sind schuld und ich bin unverschuldet und da bin ich jetzt das Opfer. Also da fühle ich mich unwahrscheinlich unwohl in so einer Situation. Aber ich bin dann auch einer, der genau die Chancen, Digitalisierung und so weiter dann auch angreift und sagt, müssen wir, das ist tatsächlich so. Also so viele, die, als wir im Prinzip
Prinzip die Gastronomie zumachen mussten und nur noch To-Go oder außer Haus anbieten konnten, haben so wahnsinnig viel, das war so spannend, also wirklich Sachen, also für uns auch, auch für die Gastronomen teilweise, wo du gesagt hast, na Mensch, du hast gar nicht die Zeit gehabt, zum Kollegen zu gehen, aber warum, du hast ja auch zu Hause gesessen, ne? Und das nur am Abend, dann holen wir uns mal was und probieren mal aus. Also ich fand das schon spannend, aber es war, wie gesagt, war wirklich in eine Notsituation. Und da nochmal, das Gastgewerbe, dafür stehe ich ja. Ne? Ich bin ja so als Dehoga, das ist ja so die, der Fels in der Brandung, ich sage das mal sehr positiv besetzt. Das ist eben halt das Gasthaus im, im Binnenland mit dem Inhaber hinterm Tresen und mit der Inhaberin in der Küche oder andersrum, die schon über 70 sind und den ich natürlich mit Digitalisierung und so weiter, wenn ich da sage, ihr braucht eine E-Mail-Adresse, dann sagen die, nee, so ein Schweinkram wollen wir nicht. Also ich habe die bis zu denen, die eben wirklich ganz vorne mit dabei sind, die Maßstäbe, die einen Preis gewinnen nach dem anderen, auch in Deutschland oder auch in ganz Europa für ihre touristischen Konzepte. Also wir haben das eine und wir haben das andere und wir müssen natürlich die Antworten, die wir in einer Krise geben oder versuchen zu geben und die Hilfen, die wir geben, die müssen für den einen passen, genauso wie für den anderen, weil das ist eben halt das, was wir brauchen und das ist auch immer mein Reden, wir brauchen nicht nur, wir haben in der Regel an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern, in der ersten, zweiten, dritten, fünften Reihe haben wir kein Problem. Da haben wir wirklich, da haben wir Häuser, die, die gut aufgestellt sind, die ihr Geld verdienen, die auch dementsprechend investieren können, die keinen Investitionsstau haben, aber in der 40., 45. Reihe und im Binnenland, da haben wir ein Problem. Aber die brauchen wir eben halt genauso und um die müssen wir eben halt kämpfen. Und das sind diejenigen, die mir dann erzählen, ja, ich kann aber keine Preiserhöhung machen, wenn ich den Kaffee teurer als 1 Euro mache, dann kommen meine Stammgäste nicht mehr oder ein Schnitzel darf eben halt nur 6,90 Euro kosten, wo ich sage, Mensch, das geht doch gar nicht. Ihr müsst doch Wertschöpfung auch generieren, damit ihr alle anderen Kosten bezahlen könnt. Und das sind natürlich die, die von den Einnahmen von heute quasi morgen leben und davon einkaufen. Und die sind natürlich am härtesten getroffen in so einer Krise, wenn die von jetzt auf sofort unverschuldet kommt. Die brauchen auch nicht zu einer Bank gehen. Da gibt es welche, die haben nicht mal einen Steuerberater. Also das ist auch, gibt auch abenteuerliche Sachen. Aber auch die brauchen wir, weil wenn die Fahrradfahrer aus Berlin oder Brandenburg oder von irgendwo kommen, also die sind nicht gleich an der Küste, sondern wir brauchen auch im Binnenland, brauchen wir auch abseits der touristischen Hotspots, darf man nicht mehr sagen, also der touristischen Leuchttürme, brauchen wir eben halt auch Gastronomie und brauchen wir auch, also das klassische Wirtshaus und auch die Dorfkneipe oder die Dorfschenke oder wie auch immer gehört genauso dazu. Und das sind die, sag mal, was wir eben halt auch merken, also ich könnte meine Lokalanzeige, also unser monatliches Magazin für einen Verband, könnte ich nicht nur digital machen, also dann wird das schwierig, ne? Weil Chancen und Herausforderungen und man muss wirklich sehen, dass die vorne mit dabei sind, auch weiter vorne mit dabei sind, aber den anderen nichtsdestotrotz trotzdem die Hilfe geben, gerade in so einer unverschuldeten Situation trotzdem weiterleben zu können. Roman, wenn jetzt die ganzen Leute, die Produktdesigner aus dem neuen Tesla-Werk in Berlin jetzt in die Orangerie hier zum Arbeiten herkommen wollen, dann wollen die in MV übernachten, das ist ja eine Riesenchance. Wir kommen bestimmt gleich zu den Chancen. Wie ist denn die Debatte im Tourismusausschuss? Ich meine, die Arbeitsstättenrichtlinie spricht noch deutlich dagegen, weil wir gar nicht die Lampen in den Hotels überprüfen können, ob die richtige Lux-Zahl haben. Soweit ich weiß, ist das Arbeitszeitgesetz auch noch ein Kind, was wir anpacken müssen, weil die Leute wahrscheinlich am Sonntag manchmal doch arbeiten wollen und eine E-Mail checken wollen, damit sie vielleicht den Montag frei haben können. Welche Debatten sind denn da zu hören? Kriegt man da Hubertus Heil bewegt, dass der sich da rührt? Wie sind im Tourismusausschuss da die Debatten? Erzähl mal. Ja, also in der Tat ist das ja ein Thema, wo man ja im Grunde sagen muss, das gesamte Arbeitsrecht, also sei es Ruhezeitenverordnung, als auch die Homeoffice-Regelungen, als auch, wie du gerade eben schon sagtest, Arbeitsstättenverordnung, das sind Themen, wo wir, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, seit Jahren einen millionenfachen Rechtsbruch da haben, das alle wissen und keiner was macht. Also, das ist halt schon wirklich eine absurde Situation, dass da halt im Grunde alle ganz genau wissen, dass sich da kein Mensch so in der Form dran halten kann überhaupt. Und im Tourismus ist es ganz besonders. Ich meine, wenn wir uns mal ganz ehrlich machen, die Beispiele sind ja immer ganz beliebt, wenn wir an eine Hochzeit denken, da wird keiner halt eben um 2 Uhr die Leute nach Hause schicken, nur weil jetzt sozusagen
die Arbeitszeit formal halt eben der Leute entsprechend zu Ende ist und man die Ruhezeiten nicht mehr einhalten kann. Das wird kein Unternehmer, kein Gastronom wird das tun. Und ich glaube, wir wollen das auch alle nicht, dass die Hochzeit um 2 Uhr dann zu Ende abgefeiert wurde, weil dann irgendwer einen rausschmeißt, sondern ich glaube, das will man ja auch, dass die Leute da ihren Tag entsprechend schön verleben. Und da gibt es unendlich viele weitere Beispiele. Und gerade dort, wo wir klassische auch Saisonarbeit haben, und das ist nun mal halt eben im Tourismus der Fall, muss man hier neu nachdenken. Hubertus Heil hat nun für das Homeoffice neue Regelungen vorgeschlagen und sieht dafür vor, in einem Referentenentwurf, der natürlich jetzt noch nicht die Endfassung hinterher vom Parlament ist, aber trotzdem deutet es eine Richtung an, dass also 24 Arbeitstage im Jahr ein Anspruch auf Homeoffice besteht, der wiederum dann aber auch dann zu Hause von der BG beispielsweise kontrolliert werden kann. Also der Schreibtisch richtig eingestellt, sind Lampen richtig angebracht und so weiter und so fort. Das heißt, wieder ein, ich nenne das jetzt mal freundlich, der Schuss in den Ofen und bringt uns an die Realität nicht wirklich näher ran. Wir brauchen hier eine Praxis, eine nähere Lösung. Auch Dokumentationspflicht sind hier permanent ein Stichwort. Es kann einfach nicht sein, dass man hier in der Gastronomie, ich glaube, in jedem Zahl, für einen durchschnittlichen Unternehmer 13 Stunden mit Bürokratie und Formalismen aufgehalten wird. Da muss man dringend anpacken. Wir haben da auch entsprechende Vorschläge als Fraktion im Deutschen Bundestag eingebracht. Das Württemberg-Grupo war jedes Mal ablehnend, vor allem die SPD fühlt sich da also sofort tief bei den Arbeitnehmerrechten angegriffen, wenngleich man ja auch dazu sagen muss, dass das genaue Gegenteil ja auch als der Fall ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen sich ja sogar eine flexiblere Handhabung, damit man hier vielleicht auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eher sogar besser hinbekommt. Und das böse Bild eigentlich, ich sag mal, des ausbeutenden Unternehmers ist weder in den letzten 10 Jahren richtig gewesen, noch, glaube ich, kann man das in der akuten Phase richtig behalten, weil im Regelfall wollen die Leute, die Unternehmen, Mitarbeiter behalten. Wir haben es eher so, dass es überall einen Fachkräftemangel herrscht, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass wenn man hier zu vernünftigen rechtlichen Lösungen käme, auch da eine vernünftige Handhabung in der Praxis kommt. Leider sind wir da noch ein bisschen von entfernt. Wie viele Arbeitgeber rufen dann an und fragen nach, wenn die Mitarbeiter bei Ihnen hier sitzen? Ob das alles in Ordnung ist, der Arbeitsplatz, ob der ergonomisch richtig ist? Kommen solche Anrufe überhaupt? Niemand ruft da an. Aber ich sag mal so, man muss sich halt auch die Frage stellen, dieses ganze Thema ist halt völlig vorbei an der Realität. Ja, also wenn ich mir die Startup-Szene heute angucke, da geht es einfach um andere Dinge. Es geht eben um Wohlfühlen. Es geht um Wohlfühlen und natürlich achten wir eben auf viele Dinge. Aber es ist halt auch irgendwo eine Welt für sich. Und deswegen glaube ich ganz einfach, dass all dieses Thema, angefangen von Homeoffice, alleine die Diskussion in 2020, ob jemand Homeoffice machen kann oder nicht. Also ich kann heute mit Technologie, ich kann alles genau analysieren. Ich kann analysieren, wie lange läuft der Laptop, ja, ich kann im Grunde genommen über Technologie so viele Themen entwickeln, die dann letzten Endes auch dazu führen, dass das eben alles in richtigen Bahnen läuft. Aber die Diskussion, auch wenn Arbeitgeber sagen, naja, dann kann ich dem Mitarbeiter denn trauen, wenn er eben zu Hause arbeitet, da sage ich doch einfach, es geht doch um ergebnisorientiertes Arbeiten. Das geht natürlich nicht in allen Branchen. Ich kann in der Gastronomie natürlich nicht Homeoffice machen. Aber wenn ich an uns denke, wenn ich an viele Themen denke, ich hab viele Kollegen, die Startups haben, die sagen, also die Mitarbeiter sind dauerhaft jetzt nur noch im Homeoffice. Das funktioniert, die haben gemerkt, nachdem Corona im Grunde genommen im März aufgetaucht ist, hat zum Beispiel Teams 10 Millionen neue Lizenzen verkauft. Ja? Das heißt, jetzt merken doch die Leute, dass ich deutlich effizienter sein kann, dass ich nicht mehr so viel reisen muss. Reisekosten gehen runter und jetzt passiert aber Folgendes, das habe ich ja gerade schon gesagt, der soziale Kontakt geht verloren und das ist zum Beispiel ein Thema, an dem wir gerade arbeiten. Das heißt, dass wir eine Technologie entwickeln, mit der man im Grunde genommen trotzdem diesen sozialen Kontakt herstellen kann. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, ich sitze vor meinem Laptop, habe ein Tablet daneben und kann mich quasi remote mit meinem Team connecten, um wirklich dann mal zu sagen, man macht auch mal irgendwie ein Späßchen oder man kann sich zu seinem Team dazu schalten, aber nicht als Webkonferenz, sondern einfach als Dauer.
als Dauerverbindung halt. Und ich glaube einfach, dass viele Unternehmen jetzt einfach mal gemerkt haben, was eigentlich Digitalisierung bedeutet. Und das ist eben das Thema, nicht nur, dass Startups oder junge Unternehmen, gerade aus dem digitalen Bereich, deutlich affiner mit den Themen sind. Ich glaube einfach, und das sage ich auch ein bisschen provokativ, wir lernen einfach viel schneller zu denken. Wir sind also in so einer Krise, dass man hingeht und sagt, ich nehme nur mal ein Beispiel, ein Gastronom aus Niedersachsen, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, Dominik, könntet ihr mir helfen, ein PayPal-Konto zu eröffnen? Ich möchte gerne auf Lieferando, ja, und ich möchte gerne meine Produkte online einstellen. Der hätte im Leben niemals alleine das hinbekommen. Ja, das meine ich jetzt nicht irgendwie abwertend, ich sage nur einfach, für uns ist das Normalität. Ja? PayPal, diese ganzen neuen Themen, Apple Pay, also wir lernen einfach mit diesen Themen umzugehen und ich glaube, das ist halt das, was dann vielen Leuten aus einer älteren Generation halt einfach fehlt. Und ich kann halt einfach nur sagen, es muss einen viel stärkeren Austausch geben und das ist ja auch letzten Endes so, wie wir uns hier verstehen. Nämlich einen Austausch zwischen etablierten Unternehmen und der Startup-Szene. Also wir haben zum Beispiel auch hier in Stralsund direkt zum Beginn von Corona sehr eng mit Nordmann zusammengearbeitet, haben auch zum Beispiel dieses digitale Kontaktdatenerfassungstool eingeführt, was super funktioniert, nicht nur hier, sondern auch in Hamburg, in Berlin, auf Rügen. Und da merkt man einfach, dass das funktioniert, wenn, Klammer auf, die ältere Generation oder ältere Unternehmer auch offen dem gegenüber sind. Ja, dass man einfach sagt, es kann einen Austausch geben zwischen eben älteren etablierten Unternehmen und auch jungen, agilen Startups. Ich glaube, dann funktioniert das. Was heißt das eigentlich jetzt für Mecklenburg-Vorpommern mit mehr setzt? Uns brechen die Veranstalter gerade weg. Keine Öffnungsperspektive, Festivals wissen wir gar nicht, wann wir sie wieder haben, ob das Airbnb One noch 250.000 Leute anlockt in Neustadtleben oder nicht, fraglich, aber wir kriegen neue Leute dazu, aus Stettin, aus Berlin, hoffen wir mal, kommen die alle bald und arbeiten hier an der Ostseeküste, weil es schön ist und funktioniert. Laufen lassen oder was brauchen wir an gesetzlichen Änderungen jetzt eigentlich, um das zu befeuern? Muss die Landesregierung sich anders einstellen, ihr Marketing müssen, was muss noch passieren, damit wir das Geschäft neu ausrichten? Oder ist das gar nicht nötig? Brauchen wir nur die Häuser und die füllen sich von allein mit neuen Gästen oder was? Wie läuft's? Also erstmal sind wir, glaube ich, deutlich erfolgreicher als alle anderen Bundesländer durch die Krise bis jetzt gekommen. Das muss man sagen. Denn die Defizite, die wir hatten im Tourismus, wir haben eigentlich immer gesagt, wir müssen steigern, internationale Gäste haben wir zu wenig, haben wir wirklich als Mecklenburg-Vorpommern zu wenig. Wenn du wenig internationale Gäste hast und die dann nicht mehr kommen, dann fällt das auch wenig auf. Ja, oder fällt wenig ins Gewicht. Wir waren nicht unbedingt so die Tagungsstandorte. Rostock hat immer drum gekämpft und hat gesagt, aber eigentlich waren für große Events, für große Tagungen, für große Kongresse, teilweise auch Parallele, waren die Bettenkapazitäten auch gar nicht da. Also das waren immer die Sachen, wo wir ein bisschen gekrankt haben. Das war da jetzt unser Vorteil. Ja, wir haben immer geguckt und haben gesagt, guck mal Hamburg, guck mal Berlin, guck mal Frankfurt, das sind so die Messestädte, da wollen wir auch ein Stück von abhaben. Alles gut, aber guck mal, wie es denen jetzt geht. Wenn du jetzt nach Berlin fährst, unabhängig davon, dass Berlin jetzt sowieso, aber selbst vor dem Shutdown bis nach Berlin gefahren und die Mitarbeiter haben mir da erzählt, die dürfen einen Tag in der Woche kommen und sind erstmal, so wie es erst die erste Beantragung war, bis Ende Februar nächsten Jahres sind die in Kurzarbeit. Ne? Und die Firmen haben gesagt, wir haben nicht mehr 80, 85, 90 oder 95% Auslastung, Hamburg oder wie auch immer, sondern wir liegen irgendwie zwischen 5 und 10 und die guten Häuser bei 20 und die sich schnell umgestellt haben, die aber auch die Daten gepflegt haben, welche 4 Jahreszeiten in Hamburg nehme, die im Prinzip ihre Stammkunden angetickert hat, gesagt hat, Mensch, komm, wir haben hier ein Produkt, da ein Produkt, wollt ihr nicht und so weiter, die haben es dann auf 40% geschafft. Also würden wir im Leben nicht mit klarkommen. Aber heißt, wir sind als Mecklenburg-Vorpommern durch diese Tourismusintensität und durch diesen Fokus auf tatsächlichen Urlaubstourismus, also eine Woche bleiben, 2 Wochen bleiben und so weiter, sind wir deutlich besser durch die Krise erstmal gekommen. Und in den Städten, wenn ich mir die eben halt angucke, auch gerade Rostock oder auch, ich weiß nicht, wie es in Stralsund, aber Schwerin auch. Das heißt, Museum waren da noch nicht auf, Konzerte gab es noch nicht wirklich, Theater funktionierte noch nicht. Also alle die Sachen, die eben halt dann auch Kulturtourismus in die Region bringen, funktionierten auch eben halt lange Zeit gar nicht. Und davon waren getroffen die Städte, die Leute wollten ans Wasser, die Leute wollten See haben, die Leute wollten ein Gutshaus haben, wollten irgendwie kulturell was und nicht unbedingt mal als Tagesausflug okay, aber nicht unbedingt so. Deswegen erstmal sind wir deutlich besser durch die Krise gekommen als alle anderen. Das muss man mal sagen, wenn
ich mir da, wie gesagt, die großen Nachbarorte angucke, also Gesamtdeutschland deutlich schlechter, der Süden, auch Bayern beispielsweise als Tourismushochburg, die haben im Prinzip mit den hohen Infektionszahlen ja zu kämpfen gehabt und deswegen, wir haben unwahrscheinliche Chancen. Wir haben so viele neue Gäste im Land, die noch nie hier waren. Das war eigentlich Gaga, dass die irgendwie 30 Jahre noch nicht geschafft haben, mal nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen. Und jetzt, uns ploppt das ja nur auf, wenn man Gäste hat, die dann kommen und sagen, oh, das ist aber schön bei Ihnen. Und da, wir waren heute da und wir sind nach Stralsund gefahren. Ist von Gneuen, wenn man bei mir übernachtet, auch so halbe Stunde Stralsund, halbe Stunde Rostock, dann mal in Münde und so weiter. Das ist aber schön. Und das haben wir, und wir sagen immer, sag mal, ja, das ist aber schon länger so schön. Ne? Ich sage, da seid ihr jetzt so die Spätaufsteher. Ne? Also die ein bisschen. Aber was ich sagen will, wenn wir natürlich diese Chance dann auch ergreifen, Klammer auf, und nicht die Leute jetzt wieder aussperren, indem wir so eine hohen Hürden durch Einreiseverbote und Quarantäneverordnung machen, dass sie uns einen Vogel zeigen, ne? Dann sind nämlich andere Orte die. Das ist immer, ist überall das Gleiche. Wenn ihr hier, was weiß ich, zumacht, weil, was weiß ich, und irgendwo anders müssen eure Gäste dann oder eure Kunden irgendwo anders zum Wettbewerber gehen und der macht alles richtig, dann bleiben die auch Teil zumindest beim Wettbewerber. Und ähnlich ist das ja bei uns auch. Die sind jetzt nach Polen, jetzt ist Griechenland, jeden zweiten, den ich anrufe, der im Urlaub ist, ist in Griechenland. Ne? Also weil das da noch geht oder noch vermeintlich so ein bisschen geht. Und das sind einfach die Sachen, wir müssen die Chancen nutzen. Und das ist das. Die Frage war ja konkret, was kann die Politik machen? Ja, ich sage ja immer so gern, sich an Fakten orientieren. Also wirklich jetzt zur Kenntnis nehmen, dass aus dem touristischen Verkehr, ja, auch in der Hauptsaison mit über 5 Millionen Besuchern, die hier waren, Gästen, die hier waren, keinerlei erhöhtes Infektionsgeschehen war. Das ist doch nichts, das muss ich doch nicht predigen, wenn wir das jetzt gezeigt haben, wie es geht. Und wenn die Schutzstandards halten und sich alle an die Regeln auch halten, ne, alle das machen, dann funktioniert das auch. Dann würde selbst, wenn ein Infizierter dann da dabei ist, dann würde der relativ schnell ausfindbar gemacht und so weiter. Und ich habe gesagt, wir würden ja sogar als Branche vielleicht sogar noch zusätzliche Sachen machen. Da kann man über so viele Sachen, wollen wir nur gucken, wie die Kreuzfahrtbranche das macht, da muss jeder mal zum Fieber messen am Tag oder wie. Also wir können ja im Zweifel sogar noch ein bisschen mehr machen, wenn man uns nicht den Shutdown da durch die Hintertür bringt. Aber wenn wir das so machen, wie wir es im Moment machen, wir haben die strengsten Regeln, wir haben die höchsten Hürden, wir zeigen, und das ist nicht gastgeberhaft, das ist nicht nachvollziehbar, das ist nicht transparent, das ist heute Verordnung so, morgen Verordnung so, das ist alles unwahrscheinlich schwer, drückt auf die Branche, und viele haben irgendwie gesagt, das Gefühl, die Mitarbeiter sind wieder so, die kommen und sagen, oh, das geht doch nicht schon wieder von vorne los und so weiter, und man sollte nicht unterschätzen, was das auch in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen, also der Mitarbeiter ausmacht, und deswegen sind wir, wie gesagt, wirklich dran, machen wirklich Lobbyarbeit, gucken, dass wir auch an so einer Veranstaltung wie heute, dass wir im Prinzip werben für es auch in Krisenzeiten. Ich kann den Kopf in den Sand stecken und sagen, geht gar nichts. Klar, muss uns allen klar sein. Am sichersten ist, wenn wir alles runterfahren, alles zumachen, jeder bleibt zu Hause, guckt nur, ne, macht das Fenster nur einmal am Tag auf, damit auch ja von draußen nichts passiert. Das ist das Sicherste. Aber dann wird es nachher nicht mehr viel geben. Ja, und das hat eben halt was mit Verhältnismäßigkeit zu tun. Also nach meiner festen Überzeugung als Unternehmer muss eben halt auch der Gesetzgeber, wenn er meine Freiheiten, gesetzlichen Freiheiten einschränkt, muss er sagen, warum er das macht. Und dann muss er auch gute Gründe haben. Und gute Gründe sind nicht Bauchgefühl, finde ich, das reicht nicht. Sondern gute Gründe sind Fakten, Zahlen, Daten, Fakten. Also ich muss wirklich sagen können, pass mal auf, weil das und das und so weiter. Und da kann keiner. Ich kenne keinen, nicht mal, ich will ja nicht Herrn Lauterbach oder irgendwelche zitieren. Also mit wirklich, liegt mir nicht so nahe. Aber selbst wenn wirklich übergreifend alle, die sich wirklich mit dem Thema als Experten auseinandersetzen, sagen, also da gibt es keine Gefahr, dann löse ich mit Regeln auch kein Problem, wo kein Problem ist. Das funktioniert nicht. Also außer dass es die Wirtschaft schädigt, dass es uns als Tourismusland wirklich womöglich die Beine weghaut, dass wir Gastfreundschaftlichkeit, also auch unser Gesicht nach draußen verlieren und dass wir, das ist auch noch eine ganz große Gefahr, die ich sehe, dass wir nach innen zu den Bürgern suggerieren, vom Tourismus geht eine Gefahr aus. Ja? Und das ist das Unglücklichste, das ist auch das Diplomatischste, was ich dazu sagen kann, das ist das Unglücklichste, was man machen kann, wenn man auf die Anwohner und auf die Bürger und auf die Mecklenburg-Vorpommern, wenn man angewiesen ist auf die, weil das auch unser gastfreundschaftliches Gesicht ist. Der erste Kontakt ist da, wo ich frage nach dem Weg, wenn ich
dann noch nicht digital bin und noch eine Karte habe, wie Oma und Opa im Zweifel, und das Navi auch nicht so funktioniert, dann sage ich, Mensch, wo ist das hier? Und wenn der schon sagt, oh Gott, schon wieder ein Berliner, ne? Oder wieder irgend so einer, der uns nur irgendwas einschleppt, die Straßen verstopft oder die Preise nach oben treibt, dann ist das, dann können wir 1000 Kampagnen innengerichtet machen für mehr Tourismusakzeptanz. Das wird natürlich nicht funktionieren. Und deswegen ist wie immer im Leben, alles hängt mit allem zusammen. Und hier bitte ich nur, dass man wirklich sich mal mit den Fakten auseinandersetzt und dass man sagt, komm, ich kann das alles nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass es auch für Politik ein schwieriges, weil wir sind immer die, die nur sagen. Und wenn es daher schief geht, dann muss im Prinzip die Politik dann dafür einstehen. Aber ich glaube, wir haben wirklich gezeigt, unsere Sachen halten. Wir halten auch als Mecklenburg-Vorpommern nicht nur als Branche, sondern auch als Querschnittsbranche wirklich zusammen. Und dann sollte eigentlich da wieder ein bisschen mehr faktenbasiertes Handeln rein. Und das ist das, was ich im Moment... Ich kann das nachvollziehen, warum es so gemacht wird, wie es im Moment gemacht wird. Aber das, ja, ist, nicht, ganz. Das ist nicht der Weg, der im Prinzip für uns und im Prinzip für die Freiheit der Wirtschaft im Prinzip der richtige ist. Man muss das sehr gut erklären. Also bei uns rennt es ja offene Türen ein, das weißt du. Wir sind auch der Meinung, dass diese Notlage gar nicht mehr da ist. Die war ausgerufen zur damals, als nicht abzusehen war, ob regional Gesundheitsämter überfordert sind, ob Länder, Bundesländer damit nicht umgehen können. Ich glaube, die Krise ist mittlerweile beherrschbar. Also zumindest zeigen selbst, was ja gut ist, dass wir mehr Infizierte ausfindig machen mit mehr Testungen. Wir testen ja auch dreimal so hoch und dreimal so viel. Richtig, dass wir mehr erwischen. Trotzdem würde es sich zeigen, dass wir mehr diskutieren müssen darüber und erklären müssen, wie Regeln entstehen. Ich glaube, das ist richtig. Ich will noch eine Sache verstehen, weil ich nicht weiß, wer ist so richtig dran schuld. Mir liegen nämlich auch so Clubs, Festivals, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, im Bundesland für Mecklenburg-Vorpommern, essentiell. Viele für den Tourismus ist das auch wichtig. Ich weiß, es gibt die Apps dafür schon, entwickelt in Berlin und in Hamburg. Es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Da kannst du Schnelltests einpflegen in die App. Du bist die ersten 48 Stunden nicht ansteckend, nicht infektiös. Man kann digital Tickets heutzutage kaufen. Du könntest damit theoretisch im Club feiern gehen, selbst auf dichten Raum. Solange du nicht ansteckend bist, ist ja kein Problem. Wir halten ja nur Abstand und schützen uns mit Masken, weil nicht jeder jeden Tag mehrfach getestet werden kann zurzeit. Wir haben Schnelltests, die gehen, haben in 10 Minuten ein Ergebnis. Du könntest online die Karten kaufen. Da könnten doch gerade Clubs, Festivals, Veranstaltungen endlich wieder Fahrt aufnehmen. Warum kriegen wir das nicht hin? Sind die Veranstalter nicht so weit? Sind die Apps nicht so weit? Oder ist die Politik nicht so weit zu sehen, dass das geht und dass das gibt? Also ich glaube, das, was wir gemerkt haben, also wir haben ziemlich genau es folgendermaßen gemacht, also wie das ganze Thema Kontaktdatenerfassung überhaupt aufgeploppt ist, sind wir hingegangen und haben innerhalb von 5 Tagen diese Lösung entwickelt. Ja, das heißt also, ein paar Tage später haben wir das Dashboard für den Gastronomen fertig gehabt und das ist im Grunde einsetzbar für einen Friseursalon. Wir haben das bei Gastronomen, das ist für Hotels einsetzbar, also für viele, viele Branchen. Was wir gemerkt haben ist, dass halt der Gastronom sehr zurückhaltend ist oder auch andere und sagen, naja, meine Kunden sind aber nicht digital. Ja, also meine Kunden haben kein Telefon, meine Kunden wollen nicht einen QR-Code scannen. Ja? So, ich behaupte jetzt einfach mal auch in diesem Raum, oder jeder hat heute ein Smartphone, das ist eigentlich was völlig Normales. Ich kann heute ich kann mit der normalen Kamerafunktion einen QR-Code lesen. Ich kann digital heute auch mit der Corona-App kann ich im Grunde genommen so viel machen. Auch da ist ja ein großer Input auch von Startups gekommen Richtung SAP und Telekom. Und ich glaube einfach, dass halt viele Diskothekenbetreiber, Clubbetreiber einfach zurückhaltend sind und auch gar nicht offen für diese Themen sind. Also ich kann halt mit Technologie heute alles machen. Wird das in der Taskforce diskutiert? Also ich bin ja auch in der Taskforce Clubs und Diskotheken und wir haben das rauf und runter gebetet. Wir haben im Prinzip genauso ein stufenweise Eröffnungsszenario gemacht, aber ich weiß gar nicht, wie man so einen schönen Vergleich, die Vergleiche hinken ja immer, aber wenn ich im Prinzip dann an der Tür irgendwen habe, der dir irgendwas verkaufen will und du weißt von vornherein, du möchtest aber nichts kaufen, dann kann der erzählen eigentlich, was er will. Auch ob das logisch ist, ob das schön ist, der kann auch dir erzählen, dass du das wirklich brauchst und wie du vielleicht auch ein Problem gelöst kriegst. Wenn man, sag ich mal, vorher schon eine Einstellung hat, man will das nicht, weil man vielleicht in irgendeinem Bereich eine Gefahr sieht und die möchte man nicht. Ich darf ja nicht zum Aufwecken hier in die Runde, aber es wird ja auch live gestreamt, muss ich mich mit meinem Prostitutionsvergleich, muss ich mich dann sehr zurückhalten. Das ist dann, der kommt dann immer nur zu fortgeschrittener Stunde. Aber manche denken ja wirklich in Mecklenburg-Vorpommern, wenn Prostitution laut Verordnung verboten ist, dann findet sie nicht statt.
Und jetzt kann sich jeder fragen, ob das, und das ist so, bestimmte Sachen sollen einfach nicht sein. Und dann kannst du kommen und kannst Vorschläge machen und kannst wirklich, sag mal, und siehst eine Branche ausbluten, die wirklich die pure Verzweiflung haben. Ich habe hier, gerade auch aus diesem Bereich, habe ich mit Kollegen gesprochen, war auch Greifswald öfter auf wo sich da mehrere getroffen haben und wir dann uns ausgetauscht haben, die wirklich so verzweifelt waren, die hoch lukrative, profitable Unternehmen waren, seit vielen, vielen Jahren am Markt, die wirklich gut aufgestellt waren und die im Prinzip jetzt mittlerweile am Boden liegen. Die kriegen ihre Technik nicht verkauft, weil die ja logischerweise keiner mehr haben will. Die Kosten müssen sie weiterzahlen und sage ich mal, das, womit sie sich in der Woche dann als Highlight auseinandersetzen können, ist, wenn die Leasingbank anruft und sagt, Auto wollten wir letzte Woche schon, da haben sie erzählt, na, vielleicht geht es nächste Woche, haben wir eine Perspektive, und denen dann auch noch eine Perspektive, vorzuzeigen, indem man vor der politischen Sommerpause im Land sagt, ja, wir setzen Taskforce ein, die sich damit auseinandersetzen, und dann treffen sich in der politischen Sommerpause die Taskforce, arbeiten ganz viele, gerade jetzt so Diskotheken, Tanzbetriebe, auch Clubs und so weiter, alle zusammen und sagen, das und das sind unsere Konzepte, gucken natürlich auch, was machen die anderen Bundesländer, und nachher kommt da nichts raus, und nichts ist gar nichts. Ne, also überhaupt gar nicht, sondern und du kannst jetzt immer nur sagen, tut mir leid, und das sage ich ja auch zu meinen Kollegen in der Hotellerie, die jetzt fragen, Weihnachtsfeiern, da sage ich, tut mir leid, ich sage, tanzen zu Silvester, eine Tanzveranstaltung oder eine Gala mit Tanz, ich sage, wird es nicht geben. Ich sage, kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar nicht vorstellen, weil da müssten wir ja irgendwie eine Lockerung hinbekommen oder eine Regelung hinbekommen. Das muss ja irgendeiner in die Verordnung reinschreiben oder eben halt im Zweifel auch rausstreichen, was verboten ist. Und das kriegen wir überhaupt nicht umgesetzt. Und das ist einfach das Deprimierende. Wir haben hier Branchen, die wirklich vorher gut funktioniert haben, die wirklich sich nicht zu Schulden kommen lassen haben und so weiter. Viele Mitarbeiter, die dranhängen, und die haben wir einfach, auf dem Weg verloren. Und weil sie eben halt nicht wie andere so plakativ sind. Und das ist eine Branche, die eben halt so unterschiedlich ist. Ist nicht wie Hotel ist irgendwie alles so irgendwie gleich. Ne? Und eine Pension ist auch so irgendwie. Und eine Ferienwohnung ist auch, da gibt es mal welche, da sind ein paar mehr, ein paar weniger. Aber es ist alles irgendwie so immer greifbar. Und gerade diese Branche, Clubs und Diskotheken und das ist so eine, da gibt es große, kleine und die verschiedensten. Das ist echt herausfordernd und jetzt müssen wir nur sehen, dass wir tatsächlich, und das ist ja das auch vom Bund, ist ja angepasst worden, dass wir das Hilfspaket 2, das bis zum Jahresende da ist und bis jetzt noch nicht klar ist, das läuft schon seit dem letzten Monat, aber keiner weiß so richtig, was steht da im Kleingedruckten und welche Hilfen passen dann auch, dass da im Prinzip die Einstiegsschwelle ja jetzt gesenkt wurde, die Förderung eben halt erhöht wurde und dass wir da im Prinzip die zumindest so lange am Leben erhalten, bis hoffentlich wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Wann das sein wird, wissen wir alle nicht. Hoffen wir das Beste. Jetzt will ich, zumindest für die Digitalen wird es nicht funktionieren, aber alle, die analog da sind, können nachher noch einen Happen essen und sich weiter unterhalten. Aber gibt es von euch, von Ihnen, gibt es noch Fragen an irgendeinen der Beteiligten? Dann könnten wir jetzt nochmal schnelle Fragerunde zum Schluss. Wir haben alles total gequatscht, wa? Na so, es ist ja ein spannendes Thema, gerade wenn wir feststellen, digitale Lösungen sind da, nur die Umsetzung scheitert. Und ich glaube gerade die Besitzer von Clubs und Diskotheken, die sind jung genug, alle ein Smartphone zu haben und das zu nutzen, da wäre schon viel machbar. Ich kann mir nur wünschen, dass wir es schaffen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, alle, die als Touristen unterwegs sind, bei der Stange bleiben und die Vorschriften auch einhalten, dass wir keinen verlieren, indem wir Beherbergungsverbote und andere nicht nachvollziehbare Sachen auf den Weg rufen. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass es ja nicht nur Touristen trifft. Ich selber habe ein Bauunternehmen. Wir saßen ratlos die letzten Wochen da. Schaffen wir es noch, unsere Mitarbeiter überhaupt nach Berlin zu schicken? Dürfen die da hin? Ist da überhaupt noch eine Pension, die uns aufnimmt? Dürfen die uns eigentlich aufnehmen? Brauchen wir denn eine Sondergenehmigung oder müssen die da lassen? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wie sich auch Beherbergung auf alles andere auswirkt und geschlossene Grenzen. Wir haben auch nicht darüber gesprochen, was passiert, wenn unsere europäischen Nachbarn wieder reagieren und ihre Grenzen schließen. Da scheinen ja auch einige Länder, die Benelux-Staaten, gerade unterwegs zu sein und ziemlich forsche Regeln an den Tag zu legen. Also da wird noch viel auf uns zukommen. Ich hoffe nur, dass wir alle mitnehmen draußen in der Bevölkerung. Also deshalb halten Sie Abstand und setzen Maske auf. Das ist nachvollziehbar. Das ist einfach. Auch wir haben das versucht, heute Abend einzuhalten. Vielleicht schließen wir die Runde einfach so. Wo steht Deutschland denn oder wie steht Mecklenburg-Vorpommern in der Hotellerie, in der Gastronomie? Wo stehen wir in 5 Jahren?
5 Jahre, Corona ist hoffentlich vorbei. Wo stehen wir da? Wer sind unsere Gäste? Wie sieht es da aus? Was ist da anders? Also ich glaube, wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen oder eben halt groben Unfug, ich sag's mal so platt, groben Unfug jetzt unterlassen und vielleicht auch wirklich uns auf die Fakten und auf die Verhältnismäßigkeit wieder, glaube ich, dass wir, also die Branche wird weiter wachsen. Die wird natürlich, ist in den letzten Jahren deutlicher, dynamischer gewachsen als die Gesamtwirtschaft und gerade Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, hat wirklich noch viel, gerade auch im Binnenland, noch viel Potenzial. Wichtig wird es sein, die Bevölkerung mitzunehmen und die Akzeptanz der Bevölkerung auch zu haben, die Infrastruktur anzupassen. Das sind im Prinzip so eine Sachen und natürlich die Mehrwertsteuer mindestens bis Ende 24, 25 dann für die Speisen noch gesenkt zu lassen, weil das auch ein, wenn mehr Geld in der Kasse drin bleibt, kann ich investieren, kann ich mich modernisieren, kann ich mich mit kreativen Sachen auch mal auseinandersetzen, wo ich sonst immer gesagt habe, habe ich kein Geld zu oder kostet vielleicht Geld für den Einstand. Also solche Sachen. Ich bin fest davon überzeugt. Wir werden täglich und auch manchmal nachts dafür kämpfen, am Wochenende sowieso, dass unsere Branche weiter die Fahne im Tourismusland hochhält und dass wir die Chancen, die wir als Mecklenburg-Vorpommern haben, und da haben wir wirklich noch viele, und dass wir die im Prinzip auch nutzen. Und dann, also ich mache mir Stand jetzt, ich sag mal in die Zukunft geblickt, eigentlich keine großen Sorgen um den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern, wenn wir die Sachen umsetzen, die wir jetzt auch wissen, die wir gelernt haben, und uns andere keine Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Klammer auf Politik, Klammer zu. Wo stehen wir in 5 Jahren? Was weiß Lars Schwarz noch nicht, was dann alles so los sein wird und wer dann alles unterwegs sein wird? Also ich glaube, wo wir in 5 Jahren stehen, und das jetzt vielleicht mal ein bisschen losgelöst von Tourismus, diese Krise oder generell Krisen, das haben wir auch immer in den letzten Jahrzehnten oder immer gesehen, bringt halt auch neue Player hervor. Also das, was ich glaube, es werden halt viele verschwinden, die heute noch in den Branchen aktiv sind, und es wird neue Player hervorbringen, die deutlich innovativer sind, die deutlich kreativer sind, die mehr auf den Kunden sich fokussieren, denn ich glaube, das ist nicht nur im Tourismus, sondern auch in anderen Branchen ein Problem, dass man eigentlich verloren hat, den Kunden zu betrachten. Was sind Anforderungen von Kunden, was erwarten Gäste heute? Ich glaube, also ich habe längere Zeit auch in anderen Ländern verbracht, und ich glaube, und das merke ich ja auch bei dem Konzept, was wir hier neu entwickelt haben, es geht einfach darum, sehr nah am Kunden zu sein, und ich glaube, dass in 5 Jahren Player heute im Markt sind, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich glaube, darüber sollte man sich Gedanken machen. Nur das ist in anderen Branchen genauso. Da kann ich mir Amazon angucken, ich kann mir Google angucken, ich kann mir Unternehmen wie Airbnb angucken. Jetzt kann man die gut oder schlecht finden, darum geht es aber gar nicht. Es geht einfach darum, dass diese Unternehmen, ähnlich wie Uber, vor 5 bis 7 Jahren noch gar nicht im Markt waren, heute aber eine Marktdurchdringung haben, wo anderen halt schwindelig dabei wird, wo man sagt, okay, so ein Player wie Airbnb, den kannte die Branche vorher nicht. Und ich glaube, darüber muss man sich Gedanken machen, dass heute in 2020, wenn wir 5 Jahre weiterblicken, es Player da sein werden, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben, und die bestehenden Unternehmen halt einen Rang ablaufen werden. Roman, 5 Jahre ist Ende der nächsten Legislatur. Wie sieht es denn da aus in Deutschland? Ist da nur Mecklenburg-Vorpommern glücklich oder geht es dem Rest touristisch noch gut? Ja, also ich würde mal sagen, es gibt, glaube ich, eine Arbeitsthese, die in dieser Krise grundsätzlich gilt. Und da kann ich mich perfekt auch in die Reihe anschließen. Online wächst stärker und offline stirbt schneller. Und dementsprechend, glaube ich, auch ist es im Tourismus in 5 Jahren. Ich hoffe dann, dass wir die großen Probleme durch Corona jetzt durch die eine oder andere Maßnahme in den Griff bekommen haben. Und dass wir dann vor allem aber in einer touristischen Landschaft in Deutschland leben, die dann halt eben hoffentlich bestmöglich mit den Herausforderungen, die dann ja nach wie vor noch weiter anstehen, wie halt eben neue Bedürfnisse der Zielgruppen, als auch Digitalisierung, als halt eben auch der infrastrukturellen Grundvoraussetzungen, dass das dann halt eben wirklich in den Griff bekommen wurde. Ich glaube, wir können da auch als Freie Demokraten, haben wir da noch genug auch an Forderungsmöglichkeiten, und ich kann sagen, dass wir da auf jeden Fall auch an hergestanden bleiben. Super, dann danke ich den Mitdiskutanten, dann danke ich dem Auditorium, euch Zuhörern. Jetzt dürfen alle, das ist jetzt der Vorteil, jetzt müssen wir uns von den digitalen Zuschauern verabschieden. Schönen Dank, dass Sie dabei waren heute Abend. Wir genießen ganz analog, weil das geht da digital noch nicht. Hinten noch ein paar kleine Happen miteinander mit dem nötigen Abstand. Bitte nicht vergessen, für alle, die hier waren, noch in die Listen eintragen, die es nicht getan haben, auch hier erfassen. Noch sehr manuell und sehr analog. Wir müssen uns wahrscheinlich mal austauschen, dass wir die App dann demnächst dabei haben. Schönen Dank, dass ihr alle dabei wart, und nochmal einen herzlichen Applaus an unsere Diskutanten.